befinden uns auf der Elbe bei Hamburg und wollen Richtung Nordsee segeln, um nötigen Abstand zu gewinnen von Problemen, welche einige Crewmitglieder miteinander teilen. Das bin ich, Stefan, der sich entschlossen hat, diesen Film zu machen und unsere Erlebnisse zu erzählen. Und das ist Doc Alec, der uns hilft zu lernen, wie wir ein Schiff zu führen haben und auch Meeresbiologe ist. Auch Simone ist auf diesem Turn mit an Bord. Sie möchte sich durch diesen Turn bereit machen für eine Zeit voller Abenteuer in den nächsten Jahren. Um das Verhindern des Sterbens geht es auf unseren Reisen als Abenteuer auf dem Weg zur Heilung von Krebserkrankungen. Ich erforsche die Ozeane und mache seit vielen Jahren Filme über die Korallenmeere. Mein besonderes Interesse gilt dabei der Suche nach Substanzen für die Anwendung in der Medizin. Krebserkrankungen stellen sich für uns wie eine Art Havarie des Menschen dar und deshalb fasziniert uns vor allem Schiffswracks zu betauchen. Denn bei Havarien kommen Menschen häufig dem Tode sehr nahe, weshalb wir uns entschlossen haben, meiner damaligen Freundin und Patientin Simone ein Segelabenteuer zu ermöglichen. Schiffswracks ziehen uns immer wieder magisch an, denn diese künstlichen Riffe sind besondere Biotope. Um nach uns noch unbekannten Lebewesen und Pflanzen mit vielleicht neuen Stoffen und Fähigkeiten für die Medizin zu suchen. Ein Wrack ist für uns ein mystischer Ort, wo allzu oft bei Havarien Menschen zu Tode kamen. Interessant ist für uns, wie Wrackbiotope mit einer höheren Giftstoffbelastung trotzdem gedeihen und welchen Einfluss diese Gifte auf das Leben im Ökosystem Wrack haben. Schon erstaunlich, wie sich über Jahrzehnte die Natur ein Wrack zu eigen macht. Als Meereswissenschaftler zieht es uns immer wieder auf See, weit weg von den Erlebnissen der Vergangenheit. Simone ergreift das Steuer des Schoners und segelt das Schiff selbstsicher wie ein einäugiger Pirat. Doch ein Pirat ist Simone natürlich nicht, aber sie steuert das Schiff in der Tat mit nur einem Auge, eben wie es ein richtiger Pirat machen würde. Mit an Bord des Schoners sind unter anderem mein Bruder Fabian und mein Freund Doc Alec. Uns vier verbindet die bittere Erfahrung mit dem Thema Krebs auf unterschiedliche Weise. Fabian und ich, wir hatten vor einem Jahr unsere viel jüngere Schwester im Alter von nur 32 Jahren in den direkten Folgen der ersten Infusion mit dem Chemogift Paclitaxel wegen Brustkrebs qualvoll verloren. Viele Chemogifte stammen aus Pflanzen, wie die Taxane. So kommt zum Beispiel das Gift Paclitaxel aus der pazifischen Feuereibe. Simone hat einen schlimmen Krebs, ein bösartiges Melanom im Auge. Der Tumor ließ sie bereits auf dem rechten Auge erblinden. Trotz dass solche Augenmelanome sehr seltene Tumorerkrankungen darstellen, sind sie meist schnell metastasierend und enden ziemlich oft tödlich. Ihre Prognose war damals im Frühjahr 2013 mit einem rund 1 cm großen Tumor im Auge sehr schlecht und dann scheiterten auch noch konventionelle Therapien, wie Strahlen oder sogar eine versuchte Augenentfernungsoperation aus gesundheitlichen Gründen. Fortan sah sich Simone gezwungen, andere Wege zu beschreiten und begab sich auf eine abenteuerliche Reise, anderweitig Selbstheilung zu suchen. Ich hatte immer noch das Leiden meiner damaligen Ehefrau tief in Erinnerung, als sie aufgrund eines Magenlymphoms fast ein Jahr lang durch die Hölle der Chemo und Chirurgie musste. Ja, mein Vater war noch keine 60 Jahre alt und da hat man festgestellt, die haben einen Gehirntumor. Was ich dann gesehen habe, ist halt, wie diese Chemotherapie und die Strahlentherapie
mein Vater dann in den letzten Monaten, die er noch hatte, quasi langsam hingerichtet haben. Meinen Vater hatte ich schon als Kind durch dessen Erkrankung verloren. Davonsegeln ist für uns nunmehr ein Mittel, Abstand zu nehmen von der Aggressivität, welche heutzutage in der onkologischen Medizin vor sich geht. Menschen werden vorsätzlich mit hochgiftigen Chemikalien und Strahlen einer daraus resultierenden Todesgefahr ausgesetzt. Eine Krebsdiagnose und damit den Tod vor Augen induziert eine ungeheuerliche Angst, bald zu sterben, die von der Medizin auch noch ausgenutzt wird, um lebensgefährliche, hochtoxische Therapieverfahren zu verkaufen. Krebskranke ergeben sich allzu oft und viel zu schnell den Anweisungen von Ärzten. Nicht so Simone und viele weitere Patienten, die wir auf unseren Reisen auf Distanz von der Schulmedizin kennengelernt haben. Besonders Krebstherapien kommen einem vor wie ein Spiel auf Überleben oder Tod. Klar, Tumore können töten, aber inwieweit sich jeder Mensch der Gefahr an Gift und Strahlen, welche zudem noch starke Karzinogene sind, als auch an den Folgen von Chirurgie zu sterben, aussetzt, muss jedem Menschen selbst überlassen sein. Keine Therapiealternativen dürfen dem Erkrankten vorenthalten werden. Das Reisen an sich ist auch eine solche Therapie, der Psyche und dem Immunsystem Kraft zu geben, Krebs zu besiegen, Ängste überwinden und Dinge auszuprobieren, welche bisher für uns alle nicht vorstellbar waren, aber wissenschaftlich sinnvoll erscheinen, lautet unsere neue Devise. Alles, was Spaß macht, wird ausprobiert, um die Überlebenskräfte zu mobilisieren. Simone wagt einen Flug mit einem Motorschirm und würde am liebsten selber mit solch einem Gerät um die Welt fliegen. Aber leider ist sie ja tumorbedingt auf einem Auge blind und damit nicht mehr in der Lage, selber Pilotin zu werden. Viele Medikamente und Pflanzenstoffe sind für eine onkologische Therapie nicht zugelassen und dürfen von Ärzten, selbst wenn diese es wünschten, nicht ohne weiteres angewendet werden. Aber jeder Mensch muss für sich selbst straffrei entscheiden dürfen, welche Mittel gegen lebensbedrohliche Erkrankungen seine Wahl sind. Und du, Frank, hättest auch damit rechnen können, dass ich hier reinlanden will, ne? Und du breitest hier deinen Schirm aus. Das ist voll cool. Komm her, warte. Das bringt voll Spaß. Okay. It's the first time I went through cancer, I expressed myself and I wrote a song. And then the next song I will sing second is going to be my closure of how I think cancer is in my life. And I am a cancer survivor. Try to fly away, but it's impossible. Nach Simones ersten Segelerfahrungen haben wir uns zwischenzeitlich entschieden, unser Leben grundlegend zu verändern. Über das Internet finden wir in Kroatien an der Adria eine alte Segeljacht zu kaufen und reisen spontan nach Pula, wo wir die Yacht mit Namen Contentious Eagle, den kampflustigen Adler, für uns gewinnen. Seit fast 30 Jahren war das Boot im Besitz vom Engländer Derek, der mit dem Boot viele Regatten segelte und sogar einige gewann. Zur Einweisung segeln wir das Boot einmal gemeinsam mit Derek und seiner deutschen Frau in Pula. So, you are absolutely a passionate sailor. I was. Okay, and why you are not more? Because I fell down a flight of stairs, broke my neck and broke my hand. And the orthopedic surgeon said to me, your sailing days are over.
Okay. And unfortunately, he was correct. Leider müssen wir ein gutes Jahr später erfahren, dass Derek an den Folgen einer Kniegelenkoperation elendig zugrunde ging. Er hatte sich in einem deutschen Krankenhaus mit einem antibiotikaresistenten Keim infiziert. Trotz Beinamputation und Rettungsversuchen verstarb Derek an den Folgen einer Sepsis. Vielleicht hätte Derek viel von Simones und unseren Erfahrungen in Sachen Schmerztherapie lernen können, um eine Operation zu vermeiden oder sich anderweitig gegen Infektionen und Sepsis zu therapieren. Es gibt einige Naturstoffe, die gegen antibiotikaresistente Keime helfen könnten. Viele essentielle Öle von Pflanzen enthalten Substanzen und Terpene, die MRSA und resistente Bakterien abtöten können und stark antiseptisch wirken. Sepsis und damit einhergehendes Organversagen ist auch unkonventionell therapierbar, eben mit essentiellen Ölen, Cannabinoiden, hochdosierter Infusion von Vitamin C, Thiamin und ein wenig Hydrocortison. Macht sich Simone wie immer täglich daran, ihre Gemüsesmoothies selbst frisch herzustellen. Ein Abstecher in die Meeresschildkrötenrettungsstation von Pula weckt bei uns die Lust, bald endlich wieder tauchen zu gehen. Und vielleicht erleben wir Schildkröten später ja noch hautnah im Meer. Doc Alec und Fabian sind begeistert von diesen Tieren und fragen sich, wie diese Schildkröten es schaffen, so gute Navigatoren zu sein, dass sie ihren Geburtsort für die Eiablage nach jahrzehntelangem Leben im Meer immer wieder finden, als ob sie eine Art eingebautes GPS in ihren Hirnen haben. Faszinierend, dass die frisch geschlüpfte Schildkröte im Moment, wo sie aus dem Sand das erste Mal ins Meer kommt, sich merken und erkennen wird, wo auf der Welt sie wieder genau hin muss. Wie das funktioniert, ist immer noch ein Rätsel. Am wahrscheinlichsten ist es eine Mischung aus dem Erkennen von Magnetfeldlinien, ähnlich wie es Vögel machen, vielleicht in Kombination mit Astronavigation. Menschen können zwar nicht wie die Seevögel mit dem Auge Magnetfeldlinien wahrnehmen, haben zum Glück aber dafür Kompass, GPS und Chartplotter auf unseren Smartphones. Wir stechen endlich von Pula aus in See und nehmen Kurs nach Süden. Es ist inzwischen Herbst und wir träumen davon, den Winter in warmen Wassern mit Tauchen zu verbringen. Erstmal motoren wir bei Flaute zur kroatischen Inselstadt Mali und bestaunen, wie schön es hier ist. Kurs Süd soll uns bis nach Ägypten führen, ins Rote Meer. Ein weiter Weg mit einer kleinen Segeljacht, die nur rund 10 km pro Stunde schnell oder besser formuliert langsam vorankommt. Aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel und auf unserem Trip nach Süden gibt es unglaublich viel zu entdecken. Wir vervollständigen unseren Proviant und motoren am nächsten Tag weiter hinein in die kroatische Inselwelt. Das enge Zusammenleben an Bord ist eine Herausforderung und das Wetter bisher kaum segelbar. Zu wenig Wind, was uns Sorgen bereitet, wie weit wir vor Einbruch des Winters noch nach Süden kommen. Mangels Wind motoren wir vorwiegend durch Kroatien und passieren den aus 89 Inseln bestehenden Kornaten-Nationalpark. Hier erstreckt sich das dichteste mit Inseln besetzte Seegebiet im gesamten Mittelmeer. Wir konnten uns noch gerade rechtzeitig irgendwo zwischen den Inseln in Sicherheit festmachen, bevor in der Nacht der erste heftige Bora-Sturm über uns hinwegrauschte. Wir segeln und motoren weiter zwischen den Inseln nach Rokoknica und lernen dort zwei Aussteiger auf einer Segeljacht neben uns kennen. Freunden uns mit Joa und Flo an, die auch nach Süden vor dem nahenden Winter ausweichen wollen.
Die beiden hatten von ihren Jobs, genau wie wir, die Nasen voll und versilberten alles, um sich die Yacht und das Aussteigen auf See zu leisten. Irgendwie macht es gleich viel mehr Spaß, mit Gleichgesinnten auf Kurs Süd unterwegs zu sein. Was für ein Zufall! Auch Joa und Flo hatten ihre Yacht zur gleichen Zeit wie wir gekauft und wollten auch nach Süden segeln. Wir erreichen einen kleinen Fjord und Alec und ich gehen hier erstmal tauchen. Simone will schwimmen und hat keine Ahnung, was hier unter Wasser los ist. Auch besser so, denn sie soll sich lieber keine unnötigen Sorgen nach dem letzten Gewittersturm mehr machen. Ja, jetzt ist auch egal. Nee, ich brauche mal ein bisschen, ich muss langsam. Nichts ist so blöd, als wenn man nass gespritzt wird, ne? Ja. Auch im Meer und auf den Inseln leben Pflanzen und Tiere mit Substanzen, die für ihre Antikrebswirkung bereits bekannt sind. Dem wollen wir im Verlauf der Segelreise nachgehen. Sie liebt die Natur und im Meer zu baden. Unser nächster Turn führt uns in die Hafenstadt Split, die zweitgrößte Stadt Kroatiens nach Zagreb. Die Altstadt mit dem Dioklezian-Palast wurde zum Weltkulturerbe erklärt. Die Riva, das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt, die Flaniermeile, liegt direkt am Meer längsseits der Hafenbucht. Wir erkunden Split und genießen die Architektur. An Land nutzt Simone jede Gelegenheit, an frisch gepresste Säfte zu kommen. Frischer Direktsaft aus Granatapfel, Brokkoli, Karotten, roter Beete, gemischt mit Mango und Papaya sind eine leckere Versorgung mit Vitaminen und Enzymen. Am besten alle 2 Stunden solch ein Gläschen Saft ist Simones Plan. Der Trick bei einer hochdosierten Vitaminstrategie gegen Krebs und besonders Krebsstammzellen liegt in einem zu erreichenden, kontinuierlich hohen Blutserumspiegel an Vitaminen, was nur durch längerzeitige, regelmäßige Einnahme alle 1 bis 2 Stunden möglich ist. So gelangen viele verschiedene Phytochemikalien, Vitamine und Enzyme mit in den Menschen. Die Wissenschaft fand bereits heraus, dass die Kombination von hochdosiertem Vitamin C mit einem alten Standardantibiotikum, dem Doxycyclin, eine abtötende Wirkung auf Krebs und besonders Krebsstammzellen hat. Simone und ich beschließen in Split erstmal von Bord zu gehen, um in Kroatien auch das Landesinnere zu erkunden. Es erschien uns wie ein Traum, im Hafen von Split direkt vom Schlauchboot in ein Wasserflugzeug zu steigen und vor der Marina in Pula landen zu können, wo unser Auto stand. Wir hatten Glück und waren für diesen Flug die beiden einzigen Passagiere der noch jungen Airline. Der Flug in einem Wasserflugzeug ist jede Sekunde spannend, denn der freie Blick ins Cockpit auf die Piloten, als dass diese Maschinen auch noch recht niedrig fliegen, ermöglicht viel zu beobachten. And then we'll continue on to Pula
Prior to departure, we need to go with a safety briefing. 6 exits, 2 doors up front. You guys are lucky, there's an emergency window exit. Von Pula fahren wir in das Land der fallenden Seen. Das beeindruckendste Naturschauspiel Kroatiens besteht aus 16 Seen, welche miteinander durch Wasserfälle, Überläufe und Höhlensysteme auf einer Länge von rund 7 Kilometern miteinander verbunden sind. Auf dem Karstgebirge stürzt der Bach Plitvice über einen 80 Meter hohen Felsen hinab in die Tiefe und bildet so Kroatiens höchsten Wasserfall. Für mich wirken die Wasserfälle des Nationalparks Plitvicer Seen wie ein mystischer Ort, wo Geheimnisse des Lebens im Süßwasser zu finden sind. Auch hier in den Seen lebt ein uraltes und winziges, nur maximal 2 cm kleines Tierchen, von dem die Onkologieforschung noch einiges lernen kann. So haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Hydra, ein weit verbreiteter Süßwasserpolyp, überwiegend aus Stammzellen besteht und regelmäßig zu sehr gealterte und beschädigte Zellen aus sich teilenden Stammzellen immer wieder neu bildet. Diese Stammzellen teilen sich zeitlebens in ihr und produzieren alle Zelltypen, die für die Neubildung oder Regeneration ihres Körpers nötig sind. Die Hydra erneuert sich dadurch laufend, sodass sie trotz steter Fortpflanzung immer älter werden kann, ohne zu verfallen, ganz anders als das Altern beim Menschen. Die Hydra besteht nur aus bis zu 100.000 Zellen und erneuert alle 20 Tage alle Zellen aus den sich teilenden Stammzellen neu. Das Besondere bei ihr ist die Fähigkeit, auch Nervenzellen neu zu bilden und austauschen zu können. Wie jetzt herausgefunden wurde, haben die Hydra und der Mensch das gleiche Gen zur Regulierung von Stammzellen. Nur die Art und Weise, wie defekte oder alte Zellen eliminiert werden, ist in der Hydra anders. In höher entwickelten Lebensformen bis hin zum Menschen ist das Erneuern sehr spezialisierter Zellen nicht mehr möglich und das Absterben jeglicher defekter Zellen gerät mitunter außer Kontrolle, so kann Krebs entstehen. Die Hydra altert hingegen nicht, weil ihre Sterblichkeit sich mit dem Altern nicht verändert. Für die Wissenschaft liegt in der Regulation des Zellgeschehens der Schlüssel zum Beeinflussen des Alterns und der Verhinderung von Tumorentwicklung. Interessanterweise besitzt auch der Hydra-Polyp ein endokannabinoides Neurotransmittersystem, genau wie beim Menschen. Seines existiert nur schon seit mehr als 500 Millionen Jahren unterschiedlicher Entwicklung. Und doch hat die Hydra ungefähr genauso viele Gene wie der Mensch, rund 20.000. Wobei sogar 6.071 Gene der Hydra mit denen der Menschen identisch sind. Wir segeln weiter nach Dubrovnik, mit seiner fantastischen Altstadt, die einst als Perle der Adria besungen wurde. Dubrovnik gefällt uns zwar mit seinen Gassen der Altstadt sehr,
aber wir können uns zum Verweilen nicht mehr so viel Zeit lassen, da wir schneller nach Süden wollen, aber immer wieder von der Schönheit der Adria-Städte entschleunigt werden. Langsam segeln wir weiter nach Griechenland zur Insel Korfu. Die Insel ist ein grüner Traum im Ionischen Meer. Sie ist durch zerklüftete Berge und steile Küsten sowie traumhafte Strände geprägt. Korfus kulturelles Erbe spiegelt die Jahre wider, die es unter venezianischer, französischer und britischer Herrschaft erlebte, bevor die Insel endgültig erst 1864 an Griechenland fiel. Korfu Stadt, oder besser Kerkyra, gilt zu Recht als eine der schönsten Städte Griechenlands. Denn die Inselmetropole entfaltet multikulturelles Flair. Wir verweilen in der Govia Marina, eine der größten Marinas im gesamten Mittelmeer, und bereiten unsere Turns in das südliche Griechenland vor. Ich habe ja in einer Bank gearbeitet 10 Jahre und durch diese ganze Bankenkrise ist das alles sehr stressig geworden und sehr nervig und viele Entlassungen. Und deshalb wollte ich einfach raus aus diesem Gewerbe und aus diesem Job. Ich war einfach durch mental und deswegen wollte ich was Neues machen. Und da dann eben meine Schwester auch noch an Krebs erkrankte und gestorben ist nachher an den Folgen, die sich da ergaben, wollte ich einfach raus aus dieser Welt und was anderes machen. Und das hat sich dann zum Glück ergeben, dadurch, dass ich die Bank verlassen habe und wir dann eine Reise gemacht haben. Wir treffen in Govia wieder auf unsere Segelfreunde Joa und Flo, die sich entscheiden, ihr Boot dort auf Korfu zu überwintern und erst im Frühjahr weiter Kurs Süd zu nehmen. Aber das Wetter ist im Spätherbst noch sehr schön und wir setzen die Segel vorbei an den Inseln Paxos, Antipaxos, Kefalonia nach Zakynthos. Eines späten Nachmittags erreichen wir die von Felsen eingeschlossene Bucht mit Namen Navagio, was im Griechischen ein Schiffswrack bezeichnet. Wir sind mit unserer Yacht in der berühmten Wreck Bay alleine und nutzen die Gunst der Stunde, das Wrack auf dem Strand zu inspizieren. Unheimlich wirkt der alte, verrostete Stahlkoloss mit seiner Schmugglerlegende auf uns, wonach sich das Schiff voll mit unverzollten Zigaretten auf Mission für die Mafia befand. Das Schiff treibte hier 1980 im Sturm auf den Strand. Aber der Kapitän schilderte vor Gericht anderes, dass sein Schiff wegen Maschinenproblemen havarierte und ihm in dieser Bucht später viel Technik vom Schiff gestohlen wurde. Er wurde freigesprochen. Weiter nach Süden segelnd umrunden wir das griechische Festland, die Halbinsel Peloponnes, und nehmen Kurs auf die Insel Kythira. In der griechischen Mythologie ist Kythira die Insel der Aphrodite. Die Liebesgöttin soll hier aus dem Meeresschaum geboren und an Land gestiegen sein. Nach unseren Turns aus der Adria in die Ägäis nehmen wir Kurs auf Kreta und segeln zum alten Piratennest Chania. Die Stadt war lange Zeit auch Hauptstadt von Kreta, bevor das größere Herakleion 1971 Hauptstadt von Kreta wurde. Simone und ich lieben die abendlichen Streifzüge über die Flaniermeile des alten venezianischen Hafens von Chania, wo wir mit unserer Segeljacht auch immer wieder und lange in der Marina verweilen.
dem Hamburger Dom fährt Simone mit meiner inzwischen 5-jährigen Nichte im Autoscooter. Für die an Krebs erkrankte Simone, selber Mutter, ist es kaum zu ertragen, dass meine Schwester und die Mutter meiner Nichte direkt binnen weniger Stunden an den Folgen einer ersten Chemotherapie verstarb und noch lange nicht an dem Brustkrebs gestorben wäre. Eine umfassende Therapie, die halte ich für sehr vielversprechend. Also man sollte sich nicht auf eine einzige Therapieform verlassen. Ein Tumor ist ja kein homogenes Gebilde. Um diesen Tumor effektiv zu beseitigen, auch eine große Anzahl unterschiedlicher Stoffe braucht, die unterschiedlich ansetzen. Und da bietet uns die Natur natürlich einen riesigen Cocktail. Dann sagst du Bescheid, ja? Ich bin ganz zart. Es ist zwar jetzt kalt und schlapprig, aber das ist nicht schlimm. Das ist nur Wasser und Sonne. Simones erneute sonografische Diagnostik des Auges und der Organe bestätigt ihr, dass sich in den letzten 2 Jahren der Tumor im Auge kaum verändert hat und auch noch keine Metastasen in der Leber und anderswo bildgebend erkennbar sind. Dies lag womöglich an Simones bisher selbst versuchten Therapiestrategien, wie zum Beispiel mit dem Malariagift Artemisinin aus der Pflanze Artemisia annua, dem einjährigen Beifuß, und vielen altbekannten weiteren Heilmitteln aus Kräutern, Wurzeln und Gewürzen, wie Kurkumin, Kardamom und Langpfeffer, bis hin zum Weihrauch, als auch diversen weiteren essentiellen Ölen. Hochgiftige Chemozytostatika kommen als Tumortherapie für Simone nicht in Frage. Wenn überhaupt Gifte, dann nur mit selektiver Toxizität auf ausschließlich Krebszellen, die einen nicht umbringen können, sondern nur den Tumor töten. Simone stellte ihre Ernährung auf eine stark entzündungshemmende vegane Diät mit vielen frisch gepressten Gemüsensäften um, zum Beispiel mit viel frischem Brokkoli und Rosenkohlsaft. Der traditionellen Medizin bekannte Heilkräfte stecken in Substanzen aus Wurzeln, den Rinden von Bäumen und Lianen, wie dem Honokiol und Magnolol, in der Rinde chinesischer Magnolienbäume. Interessanterweise wirkt das Honokiol als auch das Magnolol auf Krebszellen selektiv zytotoxisch, unter anderem über die Aktivierung der Cannabinoid-Rezeptoren der Zellen. Schon in der traditionellen Medizin waren Heilwirkungen von Magnolienrinde und Cannabis gegen Krebs beschrieben. The endocannabinoid system, which involves the 2 compounds we discovered and the receptors that were found, are 2 receptors now, CB1 and CB2. Acting when the CB1 receptor starts to act, it causes the psychoactivity, and which is not desirable from a medical point of view, definitely. Yeah. The activation of CB2 does not do that. Activation of CB2 causes only, I would say, positive effects. It's more or less parallel to the immune system. Das Endocannabinoid-System ist ein biologisches System von Rezeptoren und Neurotransmittern, die im gesamten Gehirn- und Nervensystem bei allen Säugetierarten vorkommen. Das ECS arbeitet, um die vielen Funktionen zu bewältigen, die für das Überleben notwendig sind. Das ECS stimmt unsere lebenswichtigsten physiologischen Funktionen ab. Es fördert die Homöostase, die alles vom Schlaf, Appetit, Schmerz, Entzündung, Gedächtnis, Stimmung bis hin zur Fortpflanzung beeinflusst. Das ECS hilft bei der Regulierung der Homöostase über alle wichtigen physiologischen Systeme hinweg und stellt sicher, dass sie alle in Harmonie miteinander arbeiten. CB2-Rezeptoren sind im Immunsystem und vielen anderen Bereichen des Körpers, die in erster Linie dazu dienen, Entzündung im ganzen Körper zu reduzieren. Entzündung ist ein Prozess, den der Körper durchläuft, um infizierte oder beschädigte Stellen im Körper zu heilen.
Entzündungen sind eine der Hauptursachen für viele verschiedene Krankheiten. In jedem Teil des Körpers erfüllt das Endocannabinoid-System unterschiedliche Aufgaben. Das ECS hat immer ein Ziel vor Augen, die Homöostase. Endocannabinoide sind Moleküle, die der wichtigsten Phytochemikalie in der Cannabispflanze, dem Delta-9-Tetrahydrocannabinol oder kurz THC, sehr ähnlich sind. Weil THC so ähnlich ist wie die hirneigenen Endocannabinoide, wie dem Anandamid und 2-AG. Wenn jemand Cannabis inhaliert, erreichen die THC-Moleküle schnell das Gehirn. Dort konkurriert das THC mit den Endocannabinoiden des Gehirns, um sich mit Cannabinoid-Rezeptoren in Neuronen zu verbinden, die die Dopaminaktivität regulieren. Erhöhte Dopaminfreisetzung erzeugt die positiven Gefühle eines Cannabis-Highs. And this system is involved in a huge number of disease states. Erst in den letzten Jahrzehnten hatte die Wissenschaft die Antikrebswirkung des endokannabinoiden Neurotransmittersystems erforscht. Simone macht sich auf den Weg nach Tschechien, ein entspannteres Land im Umgang mit Cannabis, wo der Besitz und Eigenanbau von Cannabis in privatem Rahmen bereits entkriminalisiert wurde. In Sachen Cannabis findet jedes Jahr Anfang November in Prag die in Europa bedeutendste Fachmesse als auch ein Fachkongress zum Thema Cannabis als Medizin statt. Über das Internet lernen wir zuvor viele weitere Patienten, Mediziner, Wissenschaftler sowie Cannabis-Aktivisten kennen und trafen uns mit ihnen auf dem Cannabis-Festival in Prag. In Tschechien ist der Umgang mit Cannabis viel unkomplizierter als in Deutschland und ähnlich wie in Spanien, Österreich und Holland, der Handel mit Cannabis-Saatgut und sogar Pflanzenstecklingen erlaubt. Ein Rundgang über die Messe verschafft den Eindruck, Cannabis-Substanzen helfen vielen Menschen bei allerlei Leiden und sind in Tschechien eher als Medizin angesehen. Die Kraft von Cannabis gegen Krebs ergibt sich aus den synergistischen Leistungen vieler Phytocannabinoide und Terpene. Für die Bekämpfung von Krebs steht das THC im Vordergrund, aber CBD dient eben auch dem THC als Verstärkung gegen Krebszellen und Linderung der Psychoaktivität. Simone versucht sich an einem Vaporizer, dem berühmten Verdampfer aus Holland, und inhaliert testweise eine ordentliche Ladung mit hochprozentigem CBD-Cannabisblüten. Die Effekte eines Cannabisrausches setzen nur kurze Zeit später ein und entspannen sie vollkommen. So lange kannst du? Wow! Siehst du da, was kommt? Der Test muss ich üben. Bob Marley würde sich vielleicht im Grabe umdrehen, wenn er gewusst hätte, dass der Wirkstoff THC ausschließlich bei Krebszellen, deren Apoptose, also deren Zellselbstmord, indirekt auslösen kann. Bob Marley war ja damals selber schwer an Melanoma erkrankt, hatte wohl keine Ahnung, dass es auf die Dosis an THC ankommt, da nur eine hohe Dosis an THC wirkt im Menschen antitumoral, so die praktischen Erkenntnisse der Szene. Bob Marley hatte sich vor seinem Tod lange in Deutschland auch mit Chemo behandeln lassen, ohne Erfolg. Marley verstarb an seinen Melanoma-Hirnmetastasen.
The psychoactive effects of cannabinoids include things like euphoria, feelings of well-being, relaxation, stress reduction. So we should keep this in mind and talk to the doctors and say that, well, some psychoactivity may not be that bad. But cannabinoids, and we know that cannabinoids can kill cancer cells. And what we know today is that what cannabinoids do on cancer cells is activating a cellular program that is called apoptosis, which in very easy words means suicide. So in summary, we know that cannabinoids inactivate AKT and induce cancer cell death by apoptosis. And this happens not only in glioblastoma cells, but also in breast cancer cells and in many other different types of cancer cells. At least the three main features of this molecular mechanism that I just described occur in basically all the cancer cells or cancer models that have been studied. And this is very good because when you combine THC and CBD, you are attacking the tumors from different sides. And the response, the final response, is greater than the one produced by each of the compounds separately. So the difference may be who is the trigger of these responses. If THC, in the case of glioblastomas, for example, we have seen that THC is the most effective one. Or CBD, in the case of HER2-positive cancer, we know that CBD works at least as good as THC. But the final cellular response seems to be the same. So it's cells committing suicide in response to cannabinoids. Well, no. They are trying to move to a clinical trial with glioblastoma patients and with patients with GBM, glioblastomas, and away from the big pharma companies. Eating of the most potent cannabis extract, which you can produce, you usually start with small doses of about 5 milligrams and then increase the dose gradually to about 1 gram a day. Ich habe selbst miterlebt, wie ein Bekannter von mir in Prag innerhalb von 45 Tagen durch tägliches Auftragen von THC-Öl auf sein Basalzellkarzinom dieses vollständig in Remission brachte und eine saubere Wundheilung erreichte. Yeah, they have the right to do whatever they think it's necessary to heal themselves. So that's a right, that's a human right. So nobody has the right to forbid them to do what they think is best for their health. In Prag folgen wir Patienten, die lieber anonym bleiben wollen, nach Hause, und sie teilen mit uns ihr Wissen über die Anzucht von medizinischen Cannabissorten, welche besonders viel CBD enthalten. Cannabis-Aktivisten zeigen Simone in Prag, wie aus Cannabispflanzen Extrakte hergestellt werden. Die Frage ist immer, ob Substanzen auch im Menschen wirken und helfen, selbst wenn in Zellkulturen oder in Mäusestudien die Wirksamkeit erforscht, belegt und glaubhaft ist. Kann es zwar im Menschen ebenfalls funktionieren, aber auch versagen oder sogar erhebliche Nebenwirkungen haben. Die Wirkung von Cannabinoiden auf das Krebsgeschehen und die selektive zytotoxische Wirkung auf Krebszellen ist inzwischen gut durch Laborstudien nachgewiesen und bei vielen anekdotischen Patientenfällen weltweit glaubhaft belegt. Eine Überlebens- und Heilungsgarantie oder Heilungswahrscheinlichkeit ist für den Einzelnen aber noch nicht möglich zu sagen. Was mir Bedenken bereitet, ist die Tatsache, dass gerade die Cannabismedizinforscher aus Madrid, also vor allem Cristina Sanchez und Manuel Guzman, die ersten waren, die Anfang des Millenniums aus ihren öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Arbeiten internationale Patente für die Anwendung der Cannabinoide auf Krebszellen persönlich anmeldeten und zugesprochen bekamen. Deren patentrechtlicher Nutzen aber später bei GW Pharmaceuticals in England landeten, einem der größten Cannabis-Medizinunternehmen der Welt, welches eng mit dem Pharma-Riesen Bayer verbunden ist. Zu dem gesamten pharmazeutisch-industriellen Komplex, deren Lobby-Einwirkung auf die Politik sowie die Gesetzgebung
und damit Verfolgung von kranken Menschen für die illegale Nutzung von Cannabis als Medizin, kann ich nur die Worte Henri Thoreaus gegenhalten. Die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Ganz besonders, wenn man sich moralisch im Recht befindet und niemandem anderen schadet. Zwar ist das biochemische Verständnis, wie vor allem THC und CBD aus den Cannabisblüten Krebszellen hemmen, abtöten und antimetastatisch wirken, seit langem bekannt. Aber ob es im einzelnen Menschen auch funktioniert, bleibt ein Experiment jedes einzelnen Patienten an sich selbst. Aber dies ist es ja mit jedem anderen Medikament auch. Der entscheidende Anwendungsunterschied von Cannabinoiden mit einer hohen antitumoral wirkenden Dosierung zu einer hochtoxischen Zytostatika Chemo ist, dass durch Cannabis nicht der Tod induziert werden kann und die Nebenwirkungen von Cannabis im Menschen mitunter förderlich, wenn nicht sogar wünschenswert, im schlimmsten Fall beherrschbar, aber nicht lebensgefährlich sind. Entscheidend scheint mir, wie viel Dosis mindestens erforderlich ist, um einen Wirkungserfolg mit Cannabinoiden und Terpenen gegen Krebs zu erzielen. Und dies wird sogar bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Daher kommt es vielmehr darauf an, dass mehr als genug davon eingenommen werden und sich durch ein mögliches zu viel an Dosis keine gefährlichen Nachteile wie bei Chemozytostatika bis hin zur letalen Dosis ergeben. Zudem lassen sich Phytocannabinoide gut mit anderen Mitteln kombinieren und wirken auf ziemlich allen Krebszelllinien selektiv zytotoxisch. Das CBD ist wichtig, um die psychotrope Wirkung von THC zu hemmen, die antitumorale Wirkung von THC sogar zu verstärken, und CBD hat entzündungshemmende, antiepileptische, als auch schmerzlindernde und neuroprotektive Wirkungen. Auf indirekte Weise wirkt CBD ebenfalls antitumoral, indem es die Produktion und Ausschüttung von körpereigenen Endokannabinoiden bewirkt, als auch die sogenannte Zelllyse von Tumorzellen auslösen kann. Mit einer Labordistill wurde der Lösungsalkohol zurückgewonnen und ein öliges Konzentrat an hauptsächlich Cannabinoiden und Terpenen bleibt übrig. Das Geheimnis der Cannabiswirkung liegt im Zusammenspiel vieler verschiedener Cannabinoide und Terpene der Pflanze. Die vielen Sorten haben ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Metabolismus, das Immunsystem und die Psyche des Menschen. Ein Extrakt der ganzen Cannabisblüte mit allen Substanzen ist in seiner Wirkung immer komplexer, wirkungsvoller und besser als eine isolierte Einzelsubstanz wie THC oder CBD als Medikament alleine. Dieses noch heiße, flüssige Extrakt wird meist mit nativem Kokosöl als Trägerfett gemischt und in Spritzen gefüllt, zur späteren Befüllung von Kapseln, welche dann zur rektalen Einnahme als Zäpfchen oder oral als Tablette dienen. Auch kann das Öl aus den Spritzen als Tropfen direkt in den Mund über die Schleimhäute, meist unter der Zunge, aufgenommen werden. Nur wenn die THC-Säure aus der rohen Blüte ausreichend erhitzt wird, wandelt sich das THC und wirkt somit partiell rezeptoraktivierend und damit im Gehirn erst psychoaktiv. Als entfaltet THC dadurch auch erst seine volle Antikrebswirkung über interne Zellsignalwege. Die Mangos enthalten Terpene, Terpenmigren, was auch in Cannabis enthalten ist. So, jetzt füge ich die Blätter und die Blüten hinzu und bereite den Smoothie vor, beziehungsweise die Masse, die dann in Eiswürfel eingefroren wird. Hier habe ich jetzt einen frisch gepressten Saft aus Rote Beete, Karotten, Brokkoli und anderen Zutaten. Und hier füge ich jetzt den frischen Smoothie hinzu. Werden die Blüten nur roh, zum Beispiel in Smoothies verarbeitet,
kommt es nicht zur Psychoaktivität des THC, aber trotzdem zu anderen, jedoch schwächeren Wirkungsmechanismen gegen allerlei Krankheiten, wie auch gegen Krebszellen. Der dann frisch getrunken werden kann. Zum Wohl. Kreta ist ein Paradies für Sonnenanbeter, nicht nur an den Stränden, sondern auch in den Bergen, wo sich Simone hingezogen fühlt. In den Schluchten der Bergzüge wachsen viele endemische Heilpflanzen, insbesondere das Origanum dictamnus. Die Pflanze wächst wild nur in den Bergcanyons von Kreta, wie in der berühmten Samaria-Schlucht. Dictamnus gilt als ein Universalheilkraut. Aufgüsse und Tees von Dictamnus sollen die Wundheilung fördern und Verdauungsprobleme lindern. So die Überlieferung. Die griechischen Ärzte der Antike glaubten, dass Dictamnus sogar alle Krankheiten heilen könne. Die Pflanze wird auch als Extrakttinktur sowie ihr essentielles Öl für diverse Leiden als traditionelles Heilmittel eingesetzt. Besonders die Wirkstoffe Ursolsäure und Cavacrol sowie Thymol, welches vor allem im Thymian vorkommt, finden vielseitige Verwendung, hauptsächlich als Biozid. Matala war in den 60er Jahren eine Hochburg für Hippies und Aussteiger. Vor allem die dortigen Felsenhöhlen dienten als Behausung für die entstandene internationale Hippie-Kommune. Für uns liegt der zweitschönste Strand ganz Griechenlands auf Kreta in der Bucht von Elafonisi. Eine Art Sandbank mit türkisem flachem Wasser und feinstem Sandstrand, als auch Dünenlandschaft. Hier auf der vorgelagerten Insel von Elafonisi wächst viel wilder Thymian. Das darin enthaltene Thymol und Cavacrol wirkt stark antibiotisch als auch zytotoxisch auf Krebszellen. Die bakterizide und fungizide Eigenschaft von Cavacrol war auch schon im alten Ägypten bekannt. Überhaupt sind die Substanzen aus den Bergtees Kretas wie dem Origanum dictamnus sehr effektiv als natürliches Fungizid, Antibiotikum und in der Bekämpfung von Krebszellen. In vielen Kräutern, Gewürzen und essentiellen Ölen, wie auch im Hopfen und Cannabis, kommt eine Phytochemikalie so gut wie immer vor. Das Beta-Karyophyllen ist ein Terpen und Cannabinoid zugleich und wirkt über seine selektive partielle Bindung an den Cannabinoid-Rezeptor 2 zytotoxisch auf Krebszellen und entzündungsregulierend. Diese wilden Kräuter gehören in jedes Gericht der mediterranen Diät. Ich bin auch nach wie vor jetzt der Meinung, dass ich mir mein Cannabis weiterhin selber anbauen möchte. Ich kriege das jetzt aus. Ich kann das jetzt auf Rezept holen, aber es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt momentan in den letzten Monaten, ich weiß nicht, was jetzt in der Apotheke gerade verfügbar ist, dabei ihre Unterstützung oder zumindest sie hinter mir haben wollen. Ja, also ich kann dazu nur sagen, das Anliegen ist, ich kenne sie ja schon lange jetzt und habe auch den Weg verfolgt und bin auch aktiv ja in den Weg, auch in den Einstieg, Therapieeinstieg mitgegangen und so und habe auch ihre Entwicklung verfolgt. Also ich finde das unglaublich, weil ich ja mir auch vorstellen kann, was sie für ein Schmerzsyndrom haben und wie das immer wieder unerbittlich mal zwischendurch zuschlägt. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich bin gerne bereit, die Verantwortung mitzutragen, auch falls sie in juristische Schwierigkeiten kommen, weil eine Aussage eines erfahrenen Schmerztherapeuten, der sich in die Moderne orientiert, ne, und nicht in der alten Chemie hängen bleibt, der kann dann sicherlich in ihrem Fall
sehr positive Aussagen machen. Da muss man irgendwie sich als Arzt auch nochmal ganz hart fragen, mache ich es richtig? Für welche Medizin bin ich jetzt? Bin ich jetzt für Heilpflanzen, für keinen Schaden bei den Patienten oder bin ich ein Novalgin-Verordner? Was ja im letzten Endes völlig daneben ist, wenn man dann zum Beispiel sein Schicksal sieht, durch was er alles durchgegangen ist, was er für Komata hatte, was sie eben an Medikamenten zum Beispiel unkritisch zusammengeben. Also ich möchte jetzt nicht sagen zusammenbomben, aber es kommt der Wahrheit ziemlich nah. Und wenn man dann auf der anderen Seite dann sieht, wie ein solcher Patient sich entwickelt, sogar unter Eigentherapie, ich meine, macht es ja nicht aus Jux und Tollerie, wie viel Qualität man auch erzeugen muss, damit es auch richtig wirkt. Naja, deswegen habe ich ja jetzt aktuell beim BfArM wieder einen Antrag auf Anbau gestellt, was jetzt da letztendlich, das wird sich wieder ein paar Jahre hinziehen, was dabei rauskommen wird. Weiß ich nicht, aber ich habe zumindest wieder sämtliche Möglichkeiten, alles ausgeschöpft, um einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein, um mich jetzt nicht unbedingt mit belastetem Material aus der Apotheke versorgen zu müssen oder eben mit der Angst ins Bett zu gehen, morgen bekomme ich nichts oder bekomme nur Sorten, die ich jetzt nicht vertrage. Von daher gibt es für mich also nach wie vor eigentlich keine Option zum Eigenanbau zur Selbstversorgung. Also ich habe zum Beispiel Schimmel gerochen bei einigen Chargen. Das ist natürlich ganz kontraproduktiv. Ja, mir selbst sind auch jetzt etwa drei von den kanadischen Sorten schon bekannt, wo ich jetzt auch selbst hatte, wo den gleichen modrigen Geruch hatten, wo jetzt eben auch eben auf Schimmel oder sonst was hindeutet. Und dafür ist mir jetzt meine Gesundheit echt zu schade, was das ist. Das ist hochgefährlich, das ist völlig richtig, wenn Sie das so machen und so beurteilen. Was ist mit den Krebskranken? Was ist mit unseren Schwerbehinderten? Was machen wir denn mit dem? Wir vergiften sie ja nicht nur chemisch, sondern wir instabilisieren sie, wir machen sie bettlägerig, wir fesseln sie an Rollatoren. Diese Krebstherapie, so wie sie jetzt propagiert wird, alle Naslang kommt ein neuer. Ein neuer monoklonaler Antikörper. Wissen Sie, wie dafür geworben wird? Da haben Sie dann ein farbiges Bild im Deutschen Ärzteblatt und es ist dann ein Schmetterling und dann ist da der Name, ich darf das ja jetzt nicht sagen, da ist der Name von dem Medikament dann da drauf und dann steht da mit den Flügeln des Schmetterlings, von der Natur gelernt. Und wissen Sie, wofür das Medikament zugelassen ist? Das ist dann zugelassen, wenn alle Medikamente und also wenn die armen Patientinnen dann alles hinter sich haben, den Eierstockkrebs, alle Therapie, und sie haben es trotzdem überlebt, dann kriegen sie nochmal das, damit sie 5 Monate länger überleben. Das ist die Studienmedizin. Ich lehne das komplett völlig ab. Jeder Mensch ist anders. Wissen Sie nicht, was Arzneimittel machen? Und dieser ganzen Entwicklung kann ich nur ein ganz, ganz starkes Nein entgegensetzen. Mit der Summe meiner Erfahrungen, meiner Kunst, meiner Erlebnisse. Ich habe dann auch eine ganze Menge Patienten kennengelernt, die sich bereits mit Alternativstrategien therapiert haben. Und ich möchte mal einen Fall schildern, den ich persönlich miterleben durfte und an Prostatakrebs erkrankt war. Das wurde auch chirurgisch dann behandelt, indem die ganze Prostata entfernt wurde. Dann wurde ihm mit einer Strahlentherapie erheblicher Schaden zugefügt. Und dann hat man ihn ein Jahr mit Hormonentzugstherapie noch behandelt. Das führte aber trotzdem zu Metastasierung in die Lunge. Er hat sich dann für andere Strategien entschieden und hat ein halbes Jahr lang Cannabis-Extrakte verwendet und auch Pflanzenextrakte aus Gemüse, aus Kräutern. Das Resultat war, dass seine Lungenmetastasen, die er hatte, verschwunden sind. Diese Herde sind nach einem knappen Jahr nicht mehr im PET-CT nachweisbar gewesen. Er schreibt den Erfolg ausschließlich diesen gewählten alternativen Strategien zu. Dass wir jetzt in Deutschland medizinisches Cannabis nutzen dürfen, dadurch, dass der Arzt es verschreibt auf Rezept, ist ja schön und gut. Aber gleichzeitig hat der Gesetzgeber so gestaltet, dass es sich
in der Apotheke der Preis verdoppelt hat zur vorherigen Situation. Und wenn die Kasse es nicht übernimmt, was ja bei 40% der Fälle ungefähr der Fall ist, dann ist man darauf angewiesen, entweder mit dem Rezept sehr viel mehr Geld aufzuwenden in der Apotheke. Es ist eine Notsituation, wenn Patienten zu Cannabis greifen und eben gezwungen sind, aufgrund der Rechtslage und der wirtschaftlichen Situation selbst anzubauen. In unseren Nachbarländern, in Tschechien, ist es ja entkriminalisiert worden, schon vor 5 Jahren. Da wird man höchstens mit einer Ordnungswidrigkeit von vielleicht 100 Euro bestraft, wenn man mit 5 Pflanzen zu Hause anbaut. Ja, wieso ist das in Deutschland nicht so? Ja, warum wird das hier blockiert? Es macht keinen Sinn. Jeder Patient, der in der Lage dazu ist und gewillt ist, soll sich seine Medizin selbst schaffen. Und das gilt nicht nur für Cannabis, sondern das gilt auch für das Besorgen von Medikamenten, die in Deutschland aus dem Markt genommen wurden, obwohl sie in Tschechien, in Dänemark, in unseren Nachbarländern in der nächsten Apotheke zu kaufen sind. Ja, für kleines Geld werden hier in Deutschland kriminalisiert, wenn ich sie importiere. Und ich bin davon überzeugt als Wissenschaftler, dass man Krebs nur mit einer Strategie therapieren und heilen kann, die vielfältig ist, die aus verschiedenen Richtungen Krebs reguliert. Es sind auch andere Medikamente am Markt, die Krebszellen töten können, ohne große Kollateralschäden. Die sind aber vom Markt wieder verschwunden. Und ich bin der Meinung, man sollte sich alle Medikamente raussuchen, die einen strategischen Vorteil haben gegen Krebs, ohne große Kollateralschäden oder Lebensgefahr, und all diese Strategien kombinieren. Viele Medikamente, die schon lange bekannt sind, 50 Jahre am Markt waren, auch dadurch billig sind, weil es heute nicht mehr patentgeschützte Medikamente sind und als Generika spottbillig am Markt zur Verfügung sind. Und da weiß man auch heutzutage biochemisch, wie die Krebszellen angreifen. Bei unseren Recherchen ist uns ein Medikament aufgefallen, welches in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben wurde, in der Anwendung bei einer Patientin mit einem Tumor in der Leber, der eine große Metastase darstellte, eines Augenmelanoms. Und nach mehreren Monaten täglicher Einnahme von Disulfiram zusammen mit Zink ist dieser Tumor weitestgehend verschwunden. Das Anti-Alkoholismus-Medikament Disulfiram reagiert mit Zink und Kupferionen und kann damit selektiv Tumorzellen töten. In diesem Fall hat es der Patientin das Leben gerettet. Denn es wurde ausschließlich dieses Medikament verwendet, welches bereits seit 1948 in Deutschland am Markt war. Als dann immer mehr Veröffentlichungen erschienen, welche die Antikrebswirkung von Disulfiram beschrieben haben, auf verschiedene Krebsarten, wurde das Medikament dann 2011 in Deutschland vom Markt genommen. Angeblich, weil der Hersteller bei Kosten von rund 80 Cent pro Pille am Markt nicht ausreichend Profit erwirtschaften kann. Disulfiram ist allerdings in anderen Ländern, wie auch in Dänemark und in der Schweiz, momentan noch in den Apotheken zu kaufen, wie fast überall auf der Welt. Da kostet es zum Beispiel in Prag pro Pille gerade mal 65 Cent. Mit diesem altbekannten Medikament können ebenfalls Krebszellen getötet werden. In Deutschland kostet eine Tablette Mebendazol auf Rezept etwa 3,50 Euro. In Tschechien nur ungefähr 1,80 Euro. Aber was in den USA passierte, als durch Veröffentlichung immer mehr bekannt wurde, dass dieses Standardmedikament gegen Wurminfektionen Krebszellen abtöten kann, sehen Sie jetzt. The price for the prescription to cure these different types of worms used to cost you $3 a pill here in the United States. Now it'll cost you between $500 and $600 for that very same pill. Doctors and patients are angry and both want answers. Dr. Saman Soleimani treats a lot of kids at Abbasina Medical, and therefore he sees a decent amount with worms, mostly pinworms. That's the most common type of intestinal worm infection. The treatment is easy. One little pill and they're usually gone. So when he prescribed it this week, he was shocked. The pharmacy called me about an hour later saying the treatment is about $1,800 and it's not covered by pretty much any insurance company.
Prices for the drug mebendazole that goes under the brand name Enverm multiplied seemingly overnight. I literally had to ask twice. I'm like, you must be joking. It's not a joke. It's something pharmacist Gary Roberts sees happen a lot. The end loser is the patient. Roberts says prices usually spike because of supply and demand or research and development. But in some cases, he says prices multiply because there's nothing stopping these companies from charging what they want. How much profit is too much profit? And that's the question that needs to be asked. While there are new steps from President Donald Trump's administration to prevent steep increases in drug prices, right now it's perfectly legal, and there are no regulations in place to stop companies from naming their price. Mebendazole is just one price hike example, but in this case, there could be a specific reason. Mebendazole could help fight cancer. As soon as there was some data that potentially this class of medication can have anti-cancer benefits, that's where literally the sale happened and the prices went up 40,000%, you know. So it's, they have to be linked. Dr. Soleimani is referring to clinical trials at Johns Hopkins University. By accident, mebendazole was found to possibly stop brain cancer in mice. Back in 2012, research began to try and prove mebendazole could stop cancer. In 2015, Impact's laboratories acquired all the rights to the drug. When we asked why the price is so high, Impact spokesman Mark Donahue had only this response. Enverm, again the name brand for mebendazole, is the only FDA-approved prescription treatment for pinworm, with a 95% cure rate in a single tablet. Donahue said that he couldn't comment on the cancer research. When a medication's been around for 40, 50 years, and that's available everywhere else for pennies on the dollar, and you suddenly charge $500 a pill for, because you found the new benefit, it just looks kind of unethical. Ich kann nur sagen, wissen Sie, weil es geht ja um den Menschen. Ne? Und da finde ich sowas, ich finde das zum Kotzen. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Wurmmedikamenten auch im Menschen dazu führen kann, dass Krebserkrankungen verschwinden. Auf der Suche nach solchen Patienten bin ich im Internet auf Fälle gestoßen, die bereits erfolgreich mit Antiwurmmitteln ihre Tumore wenden konnten, bis hin zur Vollremission. Obwohl die Schulmedizin mit typischer Chemo- und Strahlentherapie sowie Operationen bereits versagten und weitere Metastasierung nicht aufhalten konnten. Solch einen Fall habe ich via Internet in den USA gefunden. Ein älterer Herr, der an dem besonders bösartigen kleinzelligen Lungenkrebs leidete und sein Skelett voller Metastasen war. Dieser therapierte sich selbst nicht nur mit Cannabisextrakten, sondern kombinierte auch ein Antiwurmmittel mit Vitamin und Curcumin. Bemerkenswert ist, dass der Patient sich mit einem tierischen Antiwurmmittel behandelt hatte, dem sogenannten Fenbendazol, welches dem Mebendazol sehr ähnlich ist und ebenfalls auf der Welt sehr billig zu haben ist. Joe hatte seinen beinahe tödlichen Lungenkrebs durch diese Cocktailstrategie gedreht bis zur Vollremission, dank eines Tipps seines Tierarztes für eine Hundewurmkur. In der Wissenschaft wurde auch bereits umfangreich erforscht, wie Mebendazol und das veterinärmedizinische Fenbendazol Krebszellen angreifen. Aber es gibt noch andere günstige Medikamente für eine Cocktailstrategie gegen Krebs. Wie zum Beispiel ein weiteres altbekanntes Antiwurmmittel, das Niclosamid, welches besonders auf P53-Gen mutierte Krebszellen abtötend wirkt. Und in 50% aller Tumorzellen ist das Genomwächtergen P53 defekt. Elefanten wie auch Menschen haben eine Lebensdauer von mehr als 70 Jahren. Doch Elefanten haben 100-mal mehr Zellen als Menschen und ihre Zellen mutieren nur selten zu Krebs. Weniger als 5% der bekannten Elefantentodesfälle stehen mit Krebs in Zusammenhang. Aber bei Menschen liegt der krebsbedingte Tod bei bis zu 25%. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Elefanten 20 Kopien des Gens TP53 haben,
das als Genomwächter funktioniert und die Tumorentwicklung unterdrückt. Der Mensch hingegen hat nur ein TP53-Gen. Auch einfache Standardmedikamente können auf den Metabolismus von Krebszellen gravierend einwirken. Monique Borghese, who traveled to Long Beach from Brazil, is one of those patients. Almost 4 years ago, she was diagnosed with a large tumor near her kidney called an adrenocortical carcinoma. This is a very aggressive and rare tumor. By the time Monique met Dr. Nagorny, she'd already had surgery and chemotherapy, but the cancer had come back and was growing in her lung. Basically a death sentence. Just 26 years old, Monique was withering away. And I wasn't sure she was treatable. To learn more about Monique's cancer, Dr. Nagorny needed a piece of her tumor. That meant surgery. Once the sample arrived in the lab, it was chopped up into dozens of tiny samples. Those samples were then treated with a variety of drugs to see which, if any, could kill her cancer cells in the lab. Some of Monique's tumor cells were treated with the harshest cancer killers on the market. Cisplatin and Taxol didn't work. Others were treated with drugs far milder. The drug that killed Monique's cancer, better than anything, turned out not to be a cancer drug at all, but rather a common diabetes drug called metformin. These drugs don't know what diseases they were invented for. 3 months after starting metformin in 2015, Monique got a CAT scan. Her doctor in Brazil gave her the news. While her post-chemo hair was growing back, her lung tumors were shrinking. It was a miracle. Between their in-person visits, Monique and Dr. Nagorny have stayed in touch via Skype. You're still taking metformin, yes? Yes. And your life is normal? Yes, normal. I breathe perfect. Why even try a diabetes drug on Monique's cancer? What metformin is and does is an energy drug. It doesn't stop cells from dividing. It influences their ability to make and use energy. Once we stop that, her cancer's died. Last month, Monique returned to Long Beach for a 3-year check-in. What's this hair you grew? Yes. 3 years after starting metformin, the drug is still working. And 4 years after being told she was terminal, I'm here, I'm fine, and I'm so thankful. I don't know that I've cured Monique, but I know that Monique is well and alive. I love my life, I love to live, I want to live a lot of years, many years. Dr. Nagorny is now investigating what Monique's experience could mean for other patients. Going after cancer cells at the level of metabolism, at the level that they make and use energy, is a fundamental change in our thinking. There are different kinds of brain tumors. It's important to discriminate between primary brain cancer, which is a tumor that's born in the brain, and that's actually pretty rare. And then there's metastatic brain cancer, which is 5 times more common. Part of what makes cancer cancer is that it has the ability to spread throughout the body. So the tumor might start in the breast and it gets to a certain size and it develops some mutations, and then a cell will split off, get into the blood, and then stop somewhere in the brain and deposit inside the brain and form other tumors. And that would be the process of metastasizing. There is a blood-brain barrier, and that barrier works very well at keeping toxins and infections and other things floating around through our blood out of the brain. But cancer has developed a mechanism which it can penetrate that barrier. And certain cancers in particular are better at penetrating it than others, which is why we tend to see most metastatic tumors from lung cancer, breast cancer, melanoma, and testicular cancer. If you remove one of these metastatic tumors from the brain with surgery and you look at it under a microscope, it looks like the cancer from the original source. So a breast cancer metastasis looks like abnormal breast tissue rather than brain tissue. They're growing into a ball of cells that is the cancer, but they're not incorporating themselves into the brain. They're unwanted neighbors, if you will. Our goal is to find those tumors early, because as the tumors get bigger, the success rates drop. Each time the cancer cells divide, more mutations build up in their genomes. Because different parts of the tumor acquire different mutations, they behave differently. Sometimes one region of the tumor will grow faster and more aggressively than the others, causing the cancer to spread. I was diagnosed with a very aggressive form of breast cancer in September in 2012. That was treated with
17 months worth of treatment, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy. In September 2015, I was very unwell and I was diagnosed with metastatic breast cancer, which is stage 4, not curable, lungs, liver. And in January 2017, I was diagnosed with 12 brain tumours. Now, that was the most devastating part of my entire life. And I thought, that's it. It's curtains for me, because basically, once it's spread to the brain, breast cancer is, the prognosis is not good and treatments don't work so well. And I get off-label drugs. Now, these drugs are repurposed. They're normally used for things like diabetes, treating worms, antibiotics. But these can help to slow the metabolism of cancer down. And they work pretty much by the metformin reduces the amount of insulin in the blood. So that helps to starve the cancer and changes the way it metabolizes. And it also, metformin also affects stem cells. Now, stem cells are what proliferate and grow to grow new tumors. And a lot of chemos don't sort of affect the stem cells, so they get rid of the tumors, but you still got these stem cells going around, and these stem cells then develop again, so the cancer keeps coming back. So that obviously will help with that. Then the mebendazole, that helps with angiogenesis, the formation of the new blood vessels, so that is another way in which it attacks the cancer. And the antibiotics and then the statins as well, they all have a different effect on the growth cycles and metabolism of the cancer. These drugs will work on all cancers. The research is looking good. There's lots of research ongoing, but unfortunately there's not enough for it to be included in cancer care at the moment. It might be included in the future, but it's not included yet. Well, I ain't waiting till the future because I want a future. So I decided to go and get these drugs. The consultation was about £300. The drugs are about £60 for 3 months. It's an absolute bargain, I think, it's keeping me well. Admittedly, I have had a few problems with chemotherapy that it was very toxic for me. So I think attacking cancer from all areas is the way to do it. And I just think the more the merrier, because it's multifaceted and just hitting it with one drug or one treatment doesn't necessarily work. I think there's a lot of things involved, healthy lifestyle, losing weight, then attacking it from different angles with drugs. But obviously in hospitals they can only give you one drug at a time because they want to see what's working and what's not working, or when I say one drug at a time, they might not give too many different treatments at a time. But they weren't that happy that I was going to Harley Street and originally, but something's working really well for me because I've outlived now my expected sort of time, if you like. And as you can see, I'm not looking too bad really at the moment. I didn't want to live anymore because it was just uncertain. I didn't know if I was going to live ill for the next 5 years or if I was just going to drop down dead the next day. Darren was diagnosed with leukemia in 2010 at the age of 10. About 18 months later, he developed another cancer called Langerhans cell sarcoma, which developed in his tonsils. He was dubbed the boy in 7 billion, being the only boy in the world to have the two cancers together. We were told that he was literally living on antibiotics. It's the only thing keeping him alive. So when I asked them, well, when we take him off this conscious life support machine, how long are we talking? To which I was told 3 days, a week at most. When do you want to go to the hospice? Yeah, when I went to the hospice, I decided to start planning my own funeral. Darren's mental health actually deteriorated incredibly to the point where he tried to kill himself. I had nothing more to lose. You know, the next step for me was burying my son, and I was absolutely hesitant about using cannabis. I knew the consequences of giving it to him, but at the point that I administered cannabis to him, none of that mattered. I was willing to face 14 years, every single day of a 14-year sentence, just to give him the alleviation that it gave him. It sort of just relaxed my mental traffic. Loads of stuff was going on in my head all the time. It just shut that up. He wasn't crying anymore. His pain had gone away, and he was no longer anxious and no longer upset and just chilled out. And I thought,
about, well, you know, if it can do that and we can have him die in this way, then that's more than I ever wanted. That's more than I could ever hope for. His immune system had kicked in, and this was day 75, and he officially engrafted on day 104. I even asked the question, you know, was there anything you gave him that could have done this? And they told me no, there was no way. This was a miracle. So there's one thing reading about it, there's another thing seeing a miracle in front of your own eyes, but then seeing it with loads of other people and knowing it's not a one-off and seeing it work so effectively for so many people is why I'm so passionate about stopping prohibition, because prohibition has caused more harm than cannabis ever could. There is something fundamentally wrong in this country when people are criminalised and deemed as criminals for doing nothing more than alleviating their own suffering. My name is Hope Stringer. I'm 27 years old, and in December 2014 I was diagnosed with a rare form of sarcoma. It presented as two tumours in my neck. I had surgery followed by chemotherapy and lots of radiotherapy, and unfortunately a new tumour grew back straight away, which I then followed up with more surgery and more radiotherapy. And 3 years went by and I've been in remission, but unfortunately in December 2018, just gone, I found out that he's actually come back and has spread this time to my lungs. The disease is now technically considered incurable. I have 11 tumours, and the biggest one I think is just over 2 centimetres, and the rest are small ones. All in the lung? Yeah, all in the lung. Okay. And the lymph nodes as well. Okay. So this time I've decided to go think outside the box and go for a more non-conventional treatments, alternative and natural stuff. Yeah, so at the moment I'm taking quite a high dose of CBD and THC oil with some other repurposed drugs. Yeah, phenmendazole and menmendazole, as well as disulfiram, doxycycline, and lots of natural plant extracts, curcumin, vitamin E, magnolia extract. I feel great at the moment because I've got no side effects and it's all natural, and I believe that by going down the natural path, started all of this new regime. I've had one scan since which shows that there's been no growth, so as it stands, things are stable, so the next scan we're hoping for some shrinkage. Okay. Not great really with any other treatment options, because they haven't really been proven to work, and they do have some risks involved, so yeah, my favourable option is the natural path. I'm 100% convinced that this is a possible treatment option. Obviously it's not a cure, because otherwise everyone would do it and there would be no people dying from cancer anymore, but I do genuinely believe that this is an option and the best way. We're so lucky in this day and age that we live in that there is so much on the internet. Like, I feel sorry for people years ago, because there was just you have to listen to what your doctor says if you didn't have the internet. Yeah. So thank God we have the internet now. Yeah. So the internet is like a swarm intelligence. Yeah. And all the anecdotal cases in the world give a good feeling to try, yeah? Yeah, definitely. When I first got re-diagnosed with the metastasized disease, I left the doctor's surgery thinking I'm going to die, like, very quickly, because all he was offering me was a chemo that he told me doesn't work, and he said that's literally all we can do. But thankfully, after meeting so many different people and talking to other people, that's not true, and there is a lot that can be done. This is one day so far. I've already taken my morning ones and the first thing on the empty stomach, and that's just some of them. And then when I go home, I'll take my CBD and THC oil. As well as that, I'll be doing lots of juicing of just green vegetables, broccoli, kale, spinach. I do lots of yoga every day. Yeah, that's been a big part of my healing journey. As well as I meditate every day. Do you try the whole available? Yeah. The dream is to be healthy again, and hopefully go on to help other people see the natural ways. Das ganze Business, was um die Krebserkrankung herum existiert, ist natürlich
bedenklich. Es geht ums Geld verdienen, das ist ja eigentlich auch legitim, unsere Gesellschaft ist so aufgebaut. In diesem speziellen Fall ist es moralisch etwas bedenklich, weil natürlich mit dem Leid anderer Leute Geld verdient wird und die Heilung zwar immer ein Thema ist bei der Behandlung, aber man hat das Gefühl, dass sie nicht immer im Vordergrund steht, sondern dass teilweise das Geldverdienen wichtiger ist als die Heilung des Patienten. Und das zu sehen, ist eigentlich, macht die Kälte des Systems sehr deutlich. Es gibt viele Beispiele dafür, dass es hocheffektive Medikamente, die, wo zum Beispiel der Patentschutz abgelaufen ist, vom Markt genommen werden. Einfach aus dem Grund, weil man damit kein Geld mehr verdienen kann. Ist es unerklärlich. Even if she wasn't having a seizure, we could see she was having constant epileptic seizure activity in her brain. Called subclinical seizures. Because of the frequency, these are the ones that could cause brain damage. They did CT scans right away, and the results of the EEGs were alarming. Almost constant subclinical seizure activity, which means there was basically, in layman's terms, misfiring going on all the time. She was on 9 different medications. Kept hoping the next one would work, the next one would work. Despite all of her doctor's efforts, none improved the subclinical activity. Can I get a hug? At the age of 2, Gwenny was developmentally stuck at a 4-month-year-old level. Alex, not to mention specifically trying to dose an inhalation, would be pretty hard. It's a fat-soluble substance, so you can make it into an oil-based extract concentrate. For Alex, there was a lot of trial and error. It was difficult to navigate, and at first it was illegal to make it into the oil, to administer it and dose it and titrate it to her. So last January, she'd been on cannabis oil for 5 weeks, and we didn't see a seizure for 5 days, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, no seizures, and then we went for an EEG, and it showed no epileptic activity. I was like, wow, like this is the first thing that actually helped her. A great moment for the Rapetskys. Gwenny was starting to show signs of improvement. She was happier, she was becoming ticklish. They went to go see her doctor and discuss her latest EEG. They couldn't believe it, that there was no epileptic activity on the EEG. So I gave the doctor a hug. Is he yummy? The fact that we're not scared that she's constantly having a seizure has been amazing for us, because whereas my wife would be up all night watching the monitor or sleeping in her bed or having her in our bed, just waiting for that seizure, we don't have to do that anymore. Her brother Damien is now experiencing somewhat of a normal sibling relationship. Alex knows this is in no way a cure for her, and she still has many challenges to face, but the bottom line is, she's been seizure-free for over a year, and her quality of life has increased. She's having fun, and she's developing, and her quality of life has improved incredibly dramatically, which improves everyone in the family's quality of life. What's needed is research and education, and for us to have an open dialogue about cannabis, cannabis oil, what it's doing, how it's working. Cannabis. Die Legalisierung des Rauschmittels ist ein heiß diskutiertes Thema. Manche sind für den legalen Konsum, manche dagegen. Und wieder andere haben keine andere Wahl. So auch die Offenbacherin Magda Sebelka. Sie kämpft seit ihrer Jugend mit ADHS, Asthma und leidet zudem unter lebensbedrohlichen epileptischen Anfällen. Um ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen, hat die junge Frau schon viel ausprobiert. Früher habe ich bis zu 20 verschiedene Medikamente genommen und die hatten sehr also starke Nebenwirkungen, und mittlerweile behandle ich also alle Krankheiten nur noch mit dem Cannabis. Im Gegensatz zu anderen Tabletten und Medikamenten hat Cannabis endlich Wirkung gegen die Krankheiten gezeigt. Mehr noch, Magda ist durch Cannabis völlig anfallfrei. Also ohne das Cannabis
würde ich wahrscheinlich, also nach kurzer Zeit kriege ich sofort Asthmaanfälle, also merke ich gleich nach ein paar Stunden. Und nach mehreren Tagen würde ich wahrscheinlich einen epileptischen Anfall kriegen. Die sind bei mir, also waren bei mir so schwer, dass ich mehrere Tage abwesend war. Wie heißt der Status? Epileptikus. Und da könnte man theoretisch auch dran sterben. Keine einfache Situation für die kleine Familie. Ihr medizinisches Cannabis musste Magda bisher aus der Apotheke holen. Eigentlich kein Problem, denn die Krankenkasse sollte die Therapie übernehmen. Damit die Behandlung bezahlt wird, muss eine ganze Reihe an Anträgen gestellt und geprüft werden. Und das kann dauern. Bei der Hälfte der Cannabis-Patienten gibt es große Probleme mit den Krankenkassen. So lange müssen die Betroffenen wohl oder übel für ihr Cannabis selbst aufkommen. In der Summe müsste Magda jeden Monat rund 3.000 Euro in Hasch investieren. Und das nur, um ein halbwegs beschwerdefreies Leben führen zu können. Für Magda und ihren Lebensgefährten Heiko Hartnagel nicht zu stemmen. Dann ist es noch doppelt so teuer geworden. Also anstatt 12 Euro kostet es jetzt 24 Euro. Ja, und Qualitätsmängel sind leider auch schon vorgekommen, und die dann nicht mehr reklamiert werden. Also das ist irgendwie eine Katastrophe eigentlich, kann man sagen. Der einzige Ausweg, Selbstanbau. Das verstößt allerdings gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da ließ die Polizei nicht lange auf sich warten. Laut Lebensgefährte Heiko brachen die Beamten gewaltsam die Eingangstür auf und hielten seinen kranken Vater mit Handschellen auf dem Boden fest. Bei der polizeilichen Hausdurchsuchung wurden dann alle Medikamente konfisziert und Heiko festgenommen. Ein Albtraum. 3 Wochen musste Heiko in Untersuchungshaft bleiben und Magda ohne Medikamente. Letztendlich konnte ihm aber nichts nachgewiesen werden. Es ist halt auch schlimm, wenn man jetzt eine Frau hat, die krank ist, die eine Krankheit hat, an der ihre erste Tochter vor nicht mal einem Jahr gestorben ist oder vor einem guten Jahr gestorben ist, und dann wird man noch strafrechtlich dafür verfolgt, ja, dass man diese Krankheit hat im Endeffekt. Das nimmt einen natürlich schon mit. Ich war ja dann auch 3 Wochen in Haft, bis sich das aufgeklärt hat letzten Endes. Und in der Zeit, ich war Krankvorsorge. Zum Glück war die ganze Zeit meine Mutter bei der Magda, aber ich war wirklich Krankvorsorge, weil ich wusste, der Magda, die ganzen Medikamente sind beschlagnahmt worden. Sie könnte jeden Moment einen epileptischen Anfall kriegen. Ich bin nicht da. Es war wirklich schlimm. Und es ist wirklich schlimm, dass in Deutschland sowas mit Menschen gemacht wird. Jetzt steht die Offenbacherin wieder am Anfang. Sie muss das Cannabis jetzt wieder aus eigener Tasche bezahlen. Doch woher soll das Geld dafür kommen? Das kann man nämlich nicht so einfach anbauen. Ich finde es total doof, dass einem unnötigerweise das Leben schwer gemacht wird, wenn man eh schon schwer krank ist. Und ja, ich meine, die Leute, die krank sind, die nehmen das Cannabis nicht zum Spaß. Warum sollen die noch strafrechtlich dafür belangt werden, dass sie krank sind im Endeffekt? Seitdem Sie jetzt regelmäßig Cannabis nehmen, haben Sie keine epileptischen Anfälle mehr gehabt? Keinen einzigen epileptischen Anfall mehr. Keinen einzigen Asthma-Probleme. Habe alle sämtlichen Medikamente abgesetzt. Ja. Wirklich auch täglich das gebraucht. Das habe ich dann einfach nebenbei gemerkt, also wo ich die Epilepsie hatte, habe ich dann die Ausnahmegenehmigung beantragt, und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass das auch gegen das Asthma hilft. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, habe aber einfach gemerkt, dass ich dann keine Medikamente mehr gebraucht habe. Also die Ausnahmegenehmigung, sich Cannabis in der Apotheke kaufen zu dürfen, hatten Sie wegen Epilepsie? Wegen der Epilepsie habe ich mich selber damit beschäftigt. Ich habe es selber gekriegt wegen der ADHS, weil die aufgrund der Epilepsie austherapiert war, weil ja alle Stimulantien epileptische Anfälle auslösen. Es kann eigentlich kein Arzt das Risiko eingehen. Die teure Cannabisbehandlung ist ja halt sehr teuer, besonders wenn jemand so viel braucht wie Sie jetzt, 3 bis 4 Gramm am Tag. Ne, dann sind das ja 2.500 Euro im Monat. Und jetzt kommt so das Entscheidende, was eigentlich es unmöglich macht, Cannabis auf Kassenrezept zu verschreiben. Darüber hinaus haben Sie das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 Sozialgesetzbuch zu beachten. Wir behalten uns ausdrücklich vor, die medizinische Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Und die Prüfung, die kommt dann nicht deswegen, weil man jetzt wegen einem Patienten besonders hohe Arzneimittelkosten hat, sondern weil man wegen alle Arzneimittel, die man verschrieben hat, im Laufe eines Quartals einen gewissen Prozentsatz überschreitet. Der liegt bei 50% des Durchschnitts, der Durchschnittsverordnungen der anderen Ärzte. Also alle Ärzte haben 100%, und wenn ein einzelner Arzt 50% drüber liegt, dann kommt er in die Wirtschaftlichkeitsprüfung, egal was das jetzt gewesen ist, ob das Cannabis oder was anderes gewesen ist. Und wenn ein Arzt 3 oder 4 oder 5 Cannabis-Patienten hat, die so 100 Gramm im Monat brauchen, dann kommt da 50%
über den Durchschnitt, ne, und kommt in die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und wie die ausgeht, das weiß man nicht. Ne, das kann dann gut ausgehen, ne, dann können die Krankenkassen sich daran erinnern, dass sie ja eigentlich die Therapie genehmigt haben, aber vielleicht erinnern sie sich auch nicht dran. Ne. Und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass die Patienten, also dass Cannabis vollständig entkriminalisiert wird, ne, dass das gar nicht mehr, egal was damit zu tun hat, nicht mehr unter Strafe gesetzt wird, damit jeder Mensch sich selber seine Pflanzen, seine Heilpflanzen anbauen kann. Er kann sich ja auch Thymian selber anbauen, mhm, ne, oder Lavendel, mhm, so als Beruhigungstee, Lavendeltee, ne, oder Thymian bei Bronchitis. Ja. Und warum soll das nicht auch bei der besten aller Heilpflanzen der Fall sein? Alles, was die Natur uns gibt, ne, alle Gottesgeschenke aus der Natur, die sollten eigentlich allen Menschen frei zur Verfügung stehen. Und da darf kein Staat hingehen und da einen Riegel davor. Der Arzt hat die Cannabisblüten verordnet. Wir haben sie eingepackt in einem kindersicheren Gefäß. Er hat Ihnen das zulasten der Krankenkasse verordnet. Sie werden von mir jetzt trotzdem eine Kopie bekommen von dieser Verordnung, denn die berechtigt Sie oder weist Sie aus als berechtigte Besitzerin dieses Cannabis. Ja, wenn Sie jetzt kontrolliert werden, können Sie nachweisen, ich bin berechtigt im Besitz. Ja, irgendwie vom Gesetz soll es ja sein, dass es, wenn der Arzt sagt, dass man es braucht und dass es keine Alternativen kriegt, dass man es dann kriegt. Und dass da irgendjemand herkommt, nochmal jemand, der gar keine Ahnung hat und dann daraufhin entscheidet, ob derjenige das braucht oder nicht. Und dadurch entstehen halt diese Ungerechtigkeiten, weil das Gesetz einfach nicht eingehalten wird, wie es sollte. Weil, ja, also ich bin ja auch der Meinung, dass man es bei jeder Diagnose kriegen sollte, egal wie schlimm die Krankheit ist. Wenn einer meint, ihm hilft es bei der Krankheit, dann hat er meiner Meinung danach darauf einen Anspruch und das ist schlimm, ihm vorzuenthalten. Ich denke, man muss das von zwei Seiten her sehen. Einmal vom medizinischen Sinn und was den Patienten nutzt und von der finanziellen Verordnungsfähigkeit, also was die Krankenkassen bezahlt. Was die Krankenkassen jetzt in ihrer Leistungspflicht haben. Sie haben ja eigentlich in ihrer Leistungspflicht nur diese Indikationen, die auch für die Zulassung erarbeitet worden ist. Und da tun sich die Krankenkassen manchmal schwer, die Off-Label-Indikation anzuerkennen. Also wenn der Arzt jetzt sagt, dieses Medikament, was eigentlich für was anderes zugelassen ist, möchte ich jetzt aber für diese Krankheit einsetzen. Es besteht von Seiten der Krankenkassen da keine Leistungspflicht. Und dennoch ist es vielleicht sinnvoll, dieses Mittel bei einer bestimmten Erkrankung einzusetzen. Und dann ist es ja ein Abkommen zwischen Arzt und Patient, ob er dann das Medikament auf Privatrezept verschreibt. Und dann umgeht man ja dieses Zulassungsproblem bzw. dieses finanzielle Problem. Dann ist die Krankenkasse nicht mehr in der Pflicht und der Patient hat sich vielleicht selber erkundigt, dieses Medikament kann bei meiner Erkrankung helfen und er wünscht sich dann die Verordnung und dann sollte der Arzt auch, wenn er das vom medizinischen her verantworten kann, also vom Nebenwirkungsspektrum her, von den Risiken, die ein Medikament möglicherweise auch birgt, das dann trotzdem zu verordnen. Als verschreibender Arzt, denke ich, bin ich dann voll im Risiko. Ich muss mir das bescheinigen lassen vom Patienten oder auch unterschreiben lassen, dass er das auf eigenen Wunsch off-label verschrieben bekommen möchte. Wenn ich jetzt die Würde und die Autonomie des Patienten achte, dann mache ich das, dann gehe ich auf den Wunsch ein. Sollte meiner Meinung nach jeder Arzt machen, natürlich immer nach Abwägung, wie groß ist das Risiko. Wenn Sie jetzt Cannabis ansprechen, sagen wir mal Cannabis bei Krebs, da ist Cannabis nahezu unschlagbar. Ja, das verbessert immer die Lebensqualität, das verbessert die Stimmung. Warum soll man da dem Patienten nicht helfen, mithilfe von Cannabis seine Lebensqualität zu verbessern? Und ich denke, dass das über diesen indirekten Effekt, dass er sich einfach besser fühlt, dass sein Immunsystem dadurch auch besser arbeiten kann, dass man dadurch auch jetzt eine Wirkung auf die Entwicklung der Krebskrankheit hat, dass diese langsamer sich entwickelt oder vielleicht sogar sich zurückentwickelt. Die Politik überzeugt, dass sie bessere Gesetze macht oder dass sie Gesetze macht, die eben
auch zum Vorteil und im Sinne der Kranken, der Patienten sind und nicht irgendwelche Interessengemeinschaften geschützt werden durch Gesetze, die dann wieder Profit machen können durch Medikamente. Denn das ist meiner Meinung nach ist das ja ein Menschenrecht. Frau Sibelka, stellen Sie sich vor 2 Wochen hatte ich hier eine Hausdurchsuchung. Da war die Polizei hier, da waren eine Staatsanwältin war da und ein Apotheker vom Regierungspräsidium in Darmstadt. Und es waren IT-Spezialisten da. Und aufgrund ihrer Situation bzw. aufgrund ihres Strafverfahrens bin ich jetzt auch in den Verdacht geraten, Cannabis-Rezepte falsch ausgestellt zu haben. Und was ich sehr problematisch finde, die haben also nicht nur ihre Patientenakte mitgenommen, sondern die haben sogar die Patientenakten von allen Cannabis-Patienten mitgenommen. Also ich bin der Meinung, dass das Regierungspräsidium bzw. die Staatsanwaltschaft in Darmstadt da einen sehr weiten Schritt geht, dass ich jetzt unter Generalverdacht gestellt werde. Ja, und dass alle Patientendaten jetzt offengelegt werden bei der Staatsanwaltschaft und auch vor dem Gericht, vor dem Landgericht in Darmstadt, das verletzt natürlich auch mein Vertrauensverhältnis zu den Patienten. Also ich konnte die Patientendaten mit den Patientengeheimnissen, Krankheitsgeheimnissen nicht schützen vor diesem Zugriff. Es gab einen Beschluss vom Amtsgericht Darmstadt und ich hatte da keine Chance, mich dagegen zu wehren. Das ist eigentlich unglaublich, dass Patientendaten so einfach beschlagnahmt werden können. Aufgrund, ich habe ja so ein Gutachten gesehen in den Akten in meinem Ermittlungsverfahren, da habe ich schon sowas geahnt, dass es bald zu so einer Durchsuchung kommen könnte. Und von dem Regierungspräsidium Darmstadt von Dr. Kurz, wo wirklich jedes Wort falsch ist. Also alles, was er da unterstellt, die ganzen Vorwürfe sind meiner Meinung nach, also und ich kenne mich ja eigentlich ziemlich gut aus mit dem Gesetz und dem ganzen Drumherum. Und das sind einfach Sachen, wo er behauptet, die wohl nicht stimmen. Frau Sibelka, ich habe den Eindruck, dass durch diese Aktion, die da von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen mich jetzt eingeleitet worden ist, dass damit Angst erzeugt werden soll. Und zwar bei möglichen Ärzten, bei potenziellen Ärzten, die eventuell bereit sind, Cannabis zu verschreiben oder die jetzt auch schon Cannabis verschreiben, die das schon machen, die das schon praktizieren. Und man muss unter dem Gesichtspunkt, was da jetzt passiert ist, auch mal die Praktikabilität des Gesetzes betrachten, des Cannabis-Gesetzes von 2017. Es ist immerhin so gewesen, dass alle Bundestagsabgeordneten, die zu dem Zeitpunkt im Bundestag waren, einstimmig für dieses Gesetz gestimmt haben. Die Praktikabilität wird behindert dadurch, dass über 90%, 95% der Ärzte gar nicht bereit sind, Cannabis zu verschreiben. Die Ärzte lehnen das ab, die Politiker haben alle dafür gestimmt. Und es gibt noch eine Diskrepanz zwischen der Legislative, also der Bundestag war dafür, aber jetzt kommen andere Institutionen der Gewaltenteilung, also die Staatsanwaltschaft, das Regierungspräsidium, das ist die Exekutive, und die Staatsanwaltschaft, die Judikative, die versuchen jetzt den Ärzten, die bereit sind, Cannabis zu verschreiben, Steine in den Weg zu legen, indem sie versuchen, ihnen Fehler nachzuweisen. Man muss sich auch nochmal die Patientenzahlen vergegenwärtigen. Wir haben es also geschafft, von Seiten der Ärzte her, die Cannabis-Kostenübernahmeanträge ausfüllen, unterstützen, in 2 Jahren 26.000 Patienten zu versorgen. Da bezahlt das die Krankenkasse und es geschätzt vielleicht nochmal die gleiche Zahl von Patienten oder vielleicht nochmal die doppelte Zahl von Patienten, die Cannabis auf Privatrezept von Privatärzten verschrieben bekommen haben. Wenn man jetzt die Gesamtzahl betrachtet von 8 Millionen Menschen, die meiner Schätzung nach von Cannabis als Medizin profitieren würden, dann ist das doch eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also es würde mehrere hundert Jahre dauern, bis alle Patienten versorgt sind, wenn die Ärzte in dem geringen Maße weiter bereit sind, Patienten zu unterstützen.
Also wir haben jetzt die Situation, dass ein ziemlicher Druck entstanden ist jetzt gegen mich. Und wenn andere Ärzte davon erfahren, werden die natürlich auch eingeschüchtert sein. Dennoch denke ich, dass das Gesetz, was die Bundestagsabgeordneten verabschiedet haben vor 2 Jahren, dass das eine gute Sache ist, dass das die Entwicklung der Behandlungsmöglichkeit für Cannabis für die Patientin gefördert hat. Und ich denke, dass diese Situation jetzt genutzt werden soll, auch weiterzugehen, damit auch wirklich alle Patienten, die einen Nutzen von Cannabis haben könnten oder einen Nutzen von Cannabis haben, dass die in den Genuss kommen, diese Heilpflanze einsetzen zu können, damit sie endlich nicht mehr behandelt werden müssen mit Medikamenten, die voller Nebenwirkungen sind und die wiederum im Sinne der Medikalisierung der Gesellschaft die Verordnung von weiteren Medikamenten zur Folge haben, nämlich um dann die Nebenwirkungen zu behandeln. Wir unternehmen einen Turn zum Tauchen unweit von Chania. Die Meere gleichen für uns einem pharmakologischen Supermarkt. Unter uns breiten sich Felsen aus, die umfassend mit einer braunen Makroalge bewachsen sind. Um uns herum Schwärme von kleinen dunklen Mönchsfischen. Die Inseln der Ägäis bieten viele traditionelle Heilmittel aus der Natur. Diese Trichteralgen mit Namen Padina pavonica, welche überall im Mittelmeer zu finden sind, enthalten viele Substanzen, unter anderem das Fucoidan und Fucoxanthin, welche beide auch eine antientzündliche und Antikrebszellwirkung entfalten können. Mein Interesse gilt hier den Seegurken. Diese Tiere leben ohne Gehirn, aber dafür mit einem hungrigen Verdauungstrakt. Sie ernähren sich hauptsächlich von organischem Material am Meeresgrund. Gewissermaßen walzen sie sich als blinde Müllschlucker durch den Dreck der Meere. Sie besitzen ein simples Nervensystem und ebenfalls ein Endokannabinoid-System. Was mich sehr an den urigen Tierchen fasziniert, ist die Tatsache, dass verschiedene Substanzen aus Seegurken starke antientzündliche und antitumorale Wirkungen aufweisen, wie zum Beispiel die Frondoside. Binnen weniger Wochen können manche Seegurkenarten ihre zur Verteidigung verlorenen Innereien aus Stammzellen neu bilden. Diese genetischen Regulationsmechanismen sind für die Krebsforschung hochinteressant. Seegurken enthalten Substanzen zur Regulation der Regeneration von Organschäden und sogar ganzen Organen, welche uns Menschen von der Evolution vorenthalten wurden oder wieder verloren gingen. Doch die Neubildung von ganzen Körperteilen und Organen ist auch bei noch viel höher entwickelten Tieren bekannt und gut erforscht, wie bei Molchen, Lurchen und Salamandern, welche bei Verletzung und Verlust nicht nur ganze Körperteile und Organe neu regenerieren können, sondern sogar ihre Augenlinsen neu ausbilden können. Der mexikanische Schwanzlurch, Axolotl genannt, kann sogar ganze Bereiche seines Gehirns und der Wirbelsäule samt Rückenmark bei Verletzungen neu regenerieren. So wird international intensiv am Axolotl geforscht. Inzwischen ist das Genom des Axolotl vollständig entschlüsselt worden und es wurde verblüffenderweise festgestellt, dass sein Genom 10-mal mehr Basenpaare beinhaltet als das des Menschen mit etwa 3 Milliarden Basenpaaren, weil viele Genabschnitte immer wieder mehrfach vorkommen. Der Axolotl hat eine unübertroffene Wundheilung und ist gegen Krebsentstehung wesentlich widerstandsfähiger als der Mensch, doch nicht vollständig immun, besonders nicht gegen Melanoma. Seit Jahren wurde daran geforscht, wie es möglich ist, dass Extrakte aus den Eizellen des Axolotl in der Lage sind, auf menschliche Brustkrebszellen derart einzuwirken, dass diese wieder normalisieren, soweit bisher aber nur im Reagenzglas erforscht. Früher war Axolotl-Suppe und Pulver übrigens ein traditionelles Heilmittel in Mexiko. Wenn wir die genetischen Regulationsmechanismen dahinter besser verstehen,
könnte die Wissenschaft in Zukunft den Schlüssel zur Heilung von Krebs liefern. The beauty of this animal is that it doesn't matter how many times you cut its leg off, it will regenerate perfectly. If it loses its arm, it will regenerate it and you won't even be able to tell later on. Cells will divide to eliminate any discontinuity between themselves and their neighbors. And so if you have two cells that aren't normally next to each other, then they will insert what should be in between. The way we think about it is that the cells have positional information. What we've described it as is along this axis, the information, we describe this with alphabet, A through whatever. And around the circumference is 12 through 1. If you put a 12 and a 6 next to each other, what they do is they fill in and it creates another whole limb. Where you make a wound here, you have to deviate a nerve to the site and then graft a piece of skin from another part of the circumference with an opposite positional value. If you do this, you've created a big discontinuity right there, and so you will get another hand in there to eliminate it. Regeneration is something that all animals make some attempt at, even us. But it must be that in these animals that regenerate, they keep the information that they used to build the structures in the first place, they keep it accessible, whereas we've turned it off. I think what it is, these animals, because they regenerate, they maintain a strong grid, what we call the information grid. And the information grid works to fill in gaps, but it doesn't go crazy and make extra stuff. I think the difference is humans had that strong grid as embryos, and then we just maintain the integrity of what was made at that time, but we don't have the ability to recreate later on. We started out with some of the same abilities, but we lose it very fast. What we need to do is we need to know more about what happens in other animals before we go to humans. Other animals that don't normally regenerate, that we can stimulate to regenerate and then see, you know, what happens to them. Die Ägäis wartet mit noch einem weiteren Lebewesen auf, welches mich für die Onkologieforschung fasziniert. Eine nur knapp 5 mm kleine Qualle mit der Fähigkeit, prinzipiell unendlich weiterleben zu können, geradezu biologisch unsterblich zu sein. Ihr Name ist Turritopsis dornii. Bei dieser Meduse können Zellen des Außenschirms durch Transdifferenzierung zum Keim eines neuen Polypen werden. Dadurch wird eine neue Polypengeneration erzeugt, die direkt aus der Meduse hervorgeht und mit dieser genetisch identisch ist. Diese Art ist damit der erste bekannte Fall eines Vielzellers, bei dem sich das geschlechtsreife Individuum wieder zu einer sexuell unreifen Lebensform zurückentwickelt. Auf diese Weise kann ein Individuum den gesamten Lebenszyklus immer wieder durchlaufen und so theoretisch Unsterblichkeit erreichen. Nature is the largest pharmacy in the world. Wieder in den Bergen von Kreta erkundet Simone ganz besondere Pflanzen, wie diesen speziellen Pistazienbaum, Pistacia lentiscus, auch Mastixstrauch genannt. Die vorwiegend auf der griechischen Insel Chios kultivierten Mastixbäumchen bilden in ihrer Rinde ein Harz aus, ähnlich wie der Weihrauch aus dem Oman. Das essentielle Öl dieses Harzes enthält Terpene, welche ebenfalls gegen Krebszellen wirken können. Simone kommt an einen Baum mit Passionsblumen. Uns sind die Früchte, es sind Beeren, der Passionsblumenbäume, auch als Maracuja bekannt. Des Weiteren sind hier noch zu sehen Bergsalbei und Kardamom. Die Früchte der Feigenkakteen Opuntia ficus indica liefern ähnliche Carotinoide
wie die Braunalgen und werden auf ihre Wirkung bei neurodegenerativen Erkrankungen als auch Krebs erforscht. Wir erleben auf Kreta die Ernte der Oliven. Das aus den Oliven gewonnene native Öl ist als Bestandteil der mediterranen Diät von großer Bedeutung und enthält den Wirkstoff Oleoxanthal, welcher ebenfalls Antikrebszellwirkung entfalten kann. Die mediterrane Diät mit viel Salaten, Gemüse, Früchten und Seefisch sowie natives Olivenöl und viele Kräuter und Gewürze sind die Basis für ein solides Gutbiom und Immunsystem. Wenn eine zytotoxische T-Zelle eine Krebszelle findet, erkunden sie schnell die Oberfläche der Zelle und suchen nach Anzeichen von Krebs. Sie töten dann ihre Zelle mit giftigen Proteinen, die hier in Rot sichtbar sind. Die zytotoxischen Substanzen bewegen sich in der Zelle auf speziellen Faden, den sogenannten Mikrotubules, als Schnittstelle zwischen der T-Zelle und der Krebszelle. Die T-Zelle durchdringt die Oberfläche der Krebszelle und liefert ihre tödlichen Zytotoxine. Das Schicksal der Krebszelle ist besiegelt. Die T-Zelle macht dann hungrig weiter, um ein anderes Opfer zu finden und zu töten. Auf den Märkten Kretas ist Obst und Gemüse für eine gesunde mediterrane Ernährung sehr umfangreich und günstig zu bekommen. Simone liebt es, auf dem Markt in Chania für ihre eigene Saftproduktion einzukaufen, besonders was von heimischen Biobauern angeboten wird. Wann immer möglich, wird trotz Bootsleben frischer Saft gemacht und auch unsere Seglerfreunde werden mit frischem Gemüsesaft verkostet. Die beiden dänischen Segler als Ehepaar mit ihrem Katamaran neben unserer Egel sind Freunde von uns geworden. Miel ermahnte Simone, nochmals eine Endlösung für ihr Tumorproblem im Auge zu entscheiden. Hardworking day in paradise. It's Mariana and Helena, they want to say hello. We have crossing the Atlantic 3 times. We love the Atlantic. We have everything out there. Cheers, yeah. It's for you because nice you are to meet you. A little bit like my girlfriend and my mom. Well, we are like that. Cheers. Cheers, and a good healthy for a long life. For you too. Thank you. I wish you the best. I want your eye fixed. Yes. Leider passierte etwa ein Jahr später dem Skipper des Katamarans ein tragisches Unglück. Sie segelten wieder über den Atlantik in die Karibik. Aber auf einem Nachtturn fiel der alte Skipper über Bord irgendwo vor der Insel Guadeloupe. Nächsten Tag fand ihn die Küstenwache tot im Meer treibend. Inselwelten bieten uns trotz aller Risiken paradiesische Verhältnisse und man muss nicht extra in die Karibik, um den ultimativen Traumstrand zu finden. Diesen finden wir mit unserem Boot vor der Lagune von Balos auf der Halbinsel Kramvousa auf Kreta. Der schönste Strand, den wir je erlebt haben, ist und bleibt die Bucht und Lagune von Balos. Die steilen Berge so nah an der Lagune sind noch beeindruckender als in Elafonisi Beach. Hier erfüllen sich alle unsere Mittelmeerträume. Die Lagune bietet eine atemberaubende Kulisse mit steilen Bergen, warmem Wasser, feinstem Pudersandstrand und Farben in allen Pastelltönen. So schön
wie die Lagune auch ist, hinterließ der Mensch leider auch hier seine dreckigen Spuren. Mehrere Schiffe havarierten in der Vergangenheit bei Grambusa und es gab einige Ölverschmutzungen, deren Spuren immer noch zu finden sind. Simone liebt das Baden im warmen Wasser der Lagune und vor allem im Meer vor der Lagune, wo die Farben einen verzaubern. Wir ankerten vor der venezianischen Festung auf Imeri und übernachteten dort öfters in der Bucht, als eines Morgens eine Super-Mega-Yacht in der Nähe unserer Eagle ankerte. Es war die Vava 2 des Schweizer Pharma-Milliardärs Ernesto Bertarelli. Seine 100 Meter Luxusjacht kostete Bertarelli über 100 Millionen Euro. Seine Familie hatte großen Reichtum geschaffen, indem sein Vater Gründer des Schweizer Pharma- und Biotech-Unternehmens Serono war, welches viele Milliarden Profit mit vor allem Hormonpräparaten gegen Infertilität und Multiple Sklerosis machte. Mir wird klar, Stoffe aus der Natur und deren Anwendung sollten niemals patentierbar und immer frei zugänglich sein. Ich möchte mir die Unterschiede zwischen den Unterwasserlebensräumen der Ägäis und des Roten Meeres anschauen und so fliegen wir kurzerhand nach Ägypten, während unsere Segeljacht auf Kreta bleibt. Um Safaga im Roten Meer liegen wunderschöne Korallenriffe, welche ich mir nun genauer ansehe. Wir sehen die giftigen Rotfeuerfische und Kugelfische, welche jetzt das Mittelmeer erobern. Kugelfische besitzen das stärkste Gift aller Fische in ihrer Haut. Das Tetrodotoxin ist auch durchaus tödlich für Menschen. Als wir von den ersten entdeckten Rotfeuerfischen im Süden von Kreta hörten, wird uns klar, was auf das Mittelmeer zukommt. Eine existenzielle Bedrohung der heimischen Fischbrut durch fremde Raubfische, sogenannten Fischinvasoren, wie vor allem den Feuer- und Kugelfischen. Aber sie werden immer weiter westlicher kommen, da sie keine ernstzunehmenden Fressfeinde im Mittelmeer haben und bereits vor der Mittelmeerküste der Türkei oft gesichtet werden. Erstaunlich, dass die eigentlich warmes Wasser liebenden Fische der Korallenmeere im viel kühleren Mittelmeer überleben und sich ausbreiten können. Für mich sind Korallengärten mit ihrer immensen Flora und Fauna eine mögliche Quelle von noch unbekannten Naturstoffen für die Medizin. So fand man zum Beispiel in den hochgiftigen Eiern von bestimmten Schnecken ein Toxin mit unvorstellbar starker Kraft gegen Tumorzellen. Substanzen aus dem Meer zu finden, die nur auf Krebszellen zytotoxisch wirken und gesunde Zellen nicht auch töten, ist unsere Mission. Aber meistens sind die Gifte aus der Korallenwelt so hoch toxisch, dass sie für die Medizin zu problematisch sind. Ich gehe eher der Frage nach, was für Substanzen zwar Krebszellen töten, aber auf das gesamte System Mensch nur positiven, heilenden Einfluss nehmen, ohne zu vergiften und Kollateralschäden, wie bei Chemogiften. Nachdem mich das leergeräumte Mittelmeer beim Tauchen enttäuschte, scheint hier in den Riffen vor Safaga die Korallenwelt noch in Ordnung zu sein. Nicht zuletzt, weil in Griechenland leider die Speerfischerei erlaubt ist, wurden auch die älteren, fortpflanzungsfähigen Fische dort bis in ihre Verstecke gejagt und der Nachwuchs bleibt deshalb aus. Der Raubbau hat weitreichende Folgen für das Ökosystem im Mittelmeer. Da die großen Raubfische wie Thunfische und große Zackenbarsche zunehmend fehlen, breiten sich immer mehr Quallen und ungenießbare Fische aus, auch die giftigen Invasoren aus dem Roten Meer. Interessant für die Onkologieforschung sind auch die vielen Weichkorallen, denn in einigen Arten kommen ganz besondere Gifte vor,
die extrem toxisch auf Krebszellen wirken. Und ein Gift aus Weichkorallen wird gerade intensiv erforscht, das Palytoxin. Aber bei allen extremen Giften bleibt das Problem der Kollateralschäden, was erforderlich macht, die Gifte mit Antikörpern speziell nur an Krebszellen zu docken. In my lab, we work on a number of different projects where we're developing new targeted cancer therapeutics. And in one particular project, we've found that we have discovered a new class of molecules called N-alkylicitins that we originally isolated from the egg masses of a sea snail. And we found that these compounds were actually effective in killing multi-drug resistant cancer cells. Activity against our multi-drug resistant cancer cell lines, because there is some overlap between the structure of these molecules and the way that they kill the cells with what we use commercially that are essentially ineffective in these cells. So this indicates to us that our molecules are working in a novel, different way that allows us to overcome these resistant properties in these cancer cells. When we looked at the cells under the microscope, that we killed 100% of the cells at a particular concentration of these N-alkylicitins, and only 10% of the cells were dead when they were treated with a commonly used anti-cancer agent, doxorubicin, that we use to treat breast cancer. So we're currently optimizing these drugs so that they are safe and suitable for injection into humans. And this involves packaging these molecules into small lipid-based nanoparticles so that they become non-toxic and safe for injection. The development of resistance is one of the major limitations to the current chemotherapeutic treatment of this disease. And it can lead to local reoccurrence and ultimately relapse in a large number of patients. And these can be patients who suffer from blood cancers as well as solid tumours such as breast, ovarian, pancreatic, prostate and some gastrointestinal tumours as well. These results are exciting because any new finding that we make or any new discovery that we make in this space ultimately has major implications for improving survival in these patients. Die Erforschung des Genoms der Wal- und weißen Haie ergab, dass diese mehr als doppelt so viele Basenpaare besitzen wie der Mensch. Haie existieren auf der Erde schon seit 400 Millionen Jahren. Der Mensch erst seit nur 300.000 Jahren und doch haben Haie eine dem Menschen überlegene genetische Antikrebs- und Wundheilungsregulation. Dabei ist das Immunsystem der Haie sogar einfacher strukturiert. Wir entdecken eine sich nähernde Meeresschildkröte und beobachten ihr Treiben. Diese Reptilien leben schon seit 250 Millionen Jahren weit vor den Dinosauriern und leiden heute wie alles Leben im Meer unter der enormen Verschmutzung mit Plastikpartikeln. Das Problem mit dem Plastik ist, dass sich Kunststoffe nicht wirklich abbauen und auflösen, sondern nur in immer kleinere Partikel weiter zerkleinern bis hin zu Mikropartikeln und dadurch in die Nahrungskette im Meer bis in kleine Lebewesen gelangen, welche dann wiederum als Futter für größere Tiere dienen und so weiter. Dabei stören und zerstören die Plastikpartikel die Organe der Tiere und sie verhungern letztendlich. Simone und ich machen einen Abstecher zur Hauptstadt Griechenlands nach Athen und erkunden einige Tage diese faszinierende Weltstadt mit mehr als 3,5 Millionen Einwohnern. Athen war auch das Zentrum des antiken Griechenlands mit der Akropolis, einer Stadtfestung auf einem Tempelberg mit antiken Gebäuden wie dem berühmten Parthenon-Säulentempel. Der fast 2500 Jahre alte Parthenon ist das berühmteste noch existierende Baudenkmal des antiken Griechenlands. Der Parthenon, was so viel wie Jungfrauengemach bedeutet, war der Tempel für die Stadtgöttin Athena. Simone
genießt die Baukunst und den Rundumblick von der Akropolis über Athen. Nun braucht Simone eine Stärkung und sucht in der Nähe der Akropolis nach einer Saftbar, um Vitamine und Energie zu tanken. Eine Saftmischung mit viel Granatapfel stärkt sie. Solch eine moderne Saftbar hatten wir bisher noch nirgendwo erlebt. Wir verlassen die atemberaubende Stadt Athen und segeln in die Inselwelt der Kykladen. Dabei begleiten uns weitere befreundete Segler mit ihren Booten. Simone ist an Bord der Smutje und lässt sich auch von Wind und Wellen nicht von einer Mahlzeit abhalten. Sie wird nie seekrank. Hingegen mein Bruder Fabi füttert bei Welle leider immer die Fische. Wir segeln zur Insel Kythira, wo wir aufgrund des nun wunderbaren Sommerwetters die Chance finden, das weithin sichtbare Wrack auf der kleinen, vorgelagerten Insel Diakovti näher anzuschauen. Vor uns das Wrack der 127 Meter langen havarierten Nordland. Der deutsche Frachter wurde damals in einem Sturm manövrierunfähig und trieb am 29. August 2000 auf die Insel Kythira zu, strandete mit dem Bug zuerst auf einer winzigen Insel und versank mit dem Heck rasch in die Tiefe. Wir betauchen das Wrack und obwohl das Schiff damals schnell mit dem Heck auf dem Meeresboden landete, kamen bei der Havarie zwar keine Menschen zu Schaden, aber leider erlitten die nahegelegenen Strände eine heftige Ölverschmutzung. Schiffswracks sind für uns geheimnisvolle Biotope. Das Wrack ist wunderbar zu betauchen und wir erkennen, dass sich die Schiffsschraube in rund 30 Metern Tiefe in den Felsen gefressen hatte. Skipperfreund Tobi mit seinem Gast Nils am Steuer der Segeljacht. Die Psyche im Griff zu halten, ist bei vielen schweren Erkrankungen eine Herausforderung, die nicht jedem gelingt. Wir erreichen die Stadt Adamas auf Milos. Die idyllische kleine Hafenstadt bietet uns die Gelegenheit, von hier die Insel zu erkunden. Die bunten Häuser des bezaubernden Fischerdorfes mit Namen Klima in ihren Regenbogenfarben. Für uns eine Ermahnung, den Klimawandel sehr ernst zu nehmen. Denn mit steigendem Wasserspiegel saufen irgendwann die Häuser nicht nur hier ab. Schon jetzt spritzt das Meer mit seinen Wellen oft an die bunten Balkone. Bekannteste Sehenswürdigkeit von Milos ist sicherlich die weiße Felsenlandschaft von Sarakiniko. Denn dort fühlen wir uns, als seien wir auf dem Mond gelandet. Nur gibt es hier eben auch noch blaues bis türkisfarbenes Wasser dazu.
Wind und Meerwasser schliffen hier bizarre Formen ins Gestein. Zudem hat der Mensch dort Höhlen in den Fels geschaffen. Angeblich stammen die Höhlen von den Piraten der Kykladen. Mit unseren Seglerfreunden planen wir die nächsten Turns und bereiten das Auslaufen vor, indem wir wieder Diesel und Proviant für die nächsten Tage bunkern. Unsere Route führt uns zur Stadt Naxos. Wir hören von dem Unglück, welches sich vor der Nachbarinsel Paros mit solch einer großen Fähre vor fast 20 Jahren ereignet hatte. Wir recherchieren die Geschichte vom Untergang des Schiffs in der Nähe von Paros Hauptstadt Parroikia und wollen das Wrack finden und betauchen. Auf dem Weg nach Paros kommt unserem kleinen Viererkonvoi an Yachten eine der Katamaran-Schnellfähren sehr nahe. Wir orten unweit von Parroikia, noch in Sicht der Felsenküste, das Wrack der Fähre Express Samina und bereiten uns auf einen Tauchgang vor. Das Wrack liegt nur unweit direkt vor der Küste von Paros in knapp 40 Meter Tiefe auf Grund. Der Untergang der Fähre Express Samina war damals für die Griechen ein Desaster. Zu dritt tauchen wir runter. Das Schiff kollidierte in der Nacht des 26. September 2000 mit einem Felsen, bekannt als das Tor von Paros, etwa 5 Kilometer vor dem Hafen, wo zwei Felsen haushoch aus dem Wasser ragen und ein Leuchtfeuer darauf vor der Gefahr warnt. Das 115 Meter lange Schiff lief im Sturm mit 2 Meter hohen Wellen auf Autopilot und driftete vom Kurs auf den Felsen, riss sich dabei Löcher in die Flanke und erlitt schnellen Wassereinbruch in den Maschinenraum. Gegen 23 Uhr in der Nacht sank das Schiff, auf dem 533 Menschen an Bord waren, wovon 80 Menschen in den Fluten starben. Als wir um das Wrack tauchten, empfand ich eine unheimliche Stimmung des Grauens, denn nur 3 von den 8 Rettungsbooten konnten von den Menschen an Bord rechtzeitig zu Wasser gebracht werden, bevor sich die Fähre zu schnell ganz auf die Seite legte und dann zügig versank. Es herrschte im Dunkel der Sturmnacht totale Panik auf dem untergehenden Schiff und die Mannschaft soll die Passagiere sich selbst überlassen haben. Es heißt, die Mannschaft war wohl eher mit der Beobachtung eines Fußballspiels, Hamburg gegen Athen, beschäftigt, als den Kurs ihrer Fähre im Auge zu behalten. It was an amazing wreck, big ship. And you can't help but think about all the people that have left their lives there, 83 people. And I'm so sad. For such a stupid mistake. For football. Yeah, it was like a grave sight. Simone und ich segeln weiter zur Insel Syros in der Mitte der Kykladen. Dessen Hauptstadt Hermopoli ist Industriestadt und Kulturstadt zugleich. Die Altstadt mit vielen Straßen und Wegen aus Marmor spiegelt den Reichtum wider, der hier einst entstand, als die Schiffsindustrie noch Wohlstand generierte. Simone schaut sich auf Syros am Strand von Kini ein Kunstwerk an. Die Statue einer Meerjungfrau mit einem ertrunkenen Menschen in den Armen stellt ein Mahnmal dar als Erinnerung an all diejenigen, die auf See ihr Leben verloren haben. Uns erzählt
ein einheimischer deutscher Segler, der seit 30 Jahren auf Syros lebt und mit einer Frau von der Insel verheiratet ist, dass seine Frau als leitende Ärztin eines Krankenhauses selber an Lymphomakrebs erkrankte und durch die Hölle der Chemo musste. Zum Glück wendete sich auch in Griechenland die politische Einstellung zu Cannabis und neue Gesetze legalisierten 2018 auch hier die medizinische Nutzung von Cannabis, ähnlich wie es 2017 bereits in Deutschland geschehen war. Inzwischen ist es Mitte November geworden und unsere Seglerfreunde Joa und Flo wollen ihre Yacht ins Winterquartier bringen. Auch für uns endet in Syros die zweite Sommersegelsaison. Wir lassen unsere Igel hier im Fischerhafen von Ermopoli und machen uns auf zurück nach Hause. Abenteuerreisen dienen auch dazu, sich selbst wiederzufinden und oft ist der Überlebensweg das wichtigste Ziel. Bei erneuter Tumorkontrolle konnte bei Simone über die letzten Jahre keine Metastasierung ihres Melanoms festgestellt werden. Aber der Tumor im Auge verschwand leider nicht. Simone möchte hoch hinaus, nochmals die Freiheit über den Wolken und die Weite spüren, denn in ihr reifte die Entscheidung, in letzter Instanz doch noch eine gefährliche Operation des Auges durchzuziehen. Meistens ist es die nackte Angst, die einen Menschen treibt, immer mehr Lebensgefahr einzugehen, um einen Tumor loszuwerden. Das ist auch sinnvoll, wenn bisherige natürliche Versuche, Krebs zu besiegen, nicht ausreichen. Entschied sich Simone dann im November 2017, das gesamte Auge mit dem darin enthaltenen rund 1 cm großen Tumor operativ entfernen zu lassen. Auch wenn sie viel Angst vor der nicht gerade ungefährlichen Operation hatte, ging zum Glück alles gut und heute ist Simone mit einer Augenprothese wieder fit und dafür tumorfrei. Wahrscheinlich hat sich die Lebensweise von Simone mit all ihren Höhen und Tiefen so günstig ausgewirkt, dass sie bisher keine Metastasen trotz sehr schlechter Prognose vor immerhin 6 Jahren bis jetzt entwickelte. Simone hat gegen all ihre Erkrankungen nichts unversucht gelassen, solange es sinnvoll war und hatte ihrem Verstand gefolgt, freute sich heute weiter am Leben zu sein. Auf ihrer mehrjährigen Segelreise gab es immer nur das Ziel, Krebs zu überleben und das Leben doch irgendwie zu genießen.